Ist ein Goldob. Hey, herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Ausgabe von Alles Mögliche Fights mit einem Top-Team, das heute kämpfen wird und mit sogar einem neuen Zugang. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bis gleich. Alles Mögliche Fights. Hey, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles Mögliche Fights. Ich bin komplett alleine hier, aber habe mir kompetente Hilfe hinzugeschaltet für diese fantastische Folge Alles Mögliche Fights. Fantastische Kämpfer heute, die in den Ring steigen. Heute das allererste Mal mit dabei, Mara. Hey, hallo, ich bin super gespannt, ich freue mich. Mara ist jetzt immer sehr, sehr kritisch gegenüber den Antworten von anderen Kämpfern gewesen. Heute kann sie mal zeigen, was sie selber drauf hat. Und uns auch zugeschaltet von weit, weit her, Dorni. Freut mich, dass du da bist. Hallo, Dorni. Hallo, hallo, hallo. Freue mich, hier zu sein. Guter Dinge, dass es heute ein guter Fight wird. Mara hat natürlich den Druck auf den Schultern, muss man ganz klar sagen. Aber wir werden sehen, wie sie sich schlägt. Alles Mögliche, falls ihr wisst, wie es läuft. Wir haben insgesamt drei Fragen und eine Pitchfrage zu beantworten. Und statt eines objektiven, neutralen, intelligenten Judges gibt es heute euch, die ihr einfach abstimmen könnt. Ihr könnt in die Tasten hauen, für wen ihr eure Stimme abgebt. Natürlich möchten wir euch bitten, auch ein wenig auf die Argumentation zu achten und nicht einfach das zu nehmen, was ihr am leckersten findet. Aber mein Gott, das Volk hat seine eigene Meinung und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben tolle Fragen heute aufgebaut und wie habt ihr euch vorbereitet? Habt ihr euch warm gemacht heute noch so ein bisschen? Ich habe die letzten drei Tage im Schrank verbracht und habe drüber nachgedacht, bin heute rausgekrochen, bin jetzt mal gespannt. Sehr gut, sehr schön. Fantastisch. Das ist Mara, also die Frau aus der Telekom-Werbung, weißt du, die da im Schrank ist, wo man sich fragt, ja, weil man überall Netz hat. Ja, das war Mara die ganze Zeit. Ja, Mara im Schrank mit Laptop und Rikon. Ich habe mich richtig gefreut. So, ich komme hier ran, sehe alle wieder hier, Mara, Andreas, komm in eine komplett leere Redaktion und sitz auch hier alleine in der Sendung einfach. Also ich freue mich, falls ihr alle irgendwann wieder hier zusammenkommt und wir uns hier endlich mal wieder in die Arme nehmen können. Bist du dann so ein bisschen durch die Redaktion und hast dann so an den Sitzen so gestreift und so nachdenklich so ein bisschen so überlegt, ja, guck mal, hier wäre der und hier wäre sie. Und die herrlichen Erinnerungen, die wir in dieser Redaktion haben. Und so ein bisschen dran geleckt und dann wieder hingelegt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der allerersten Frage. Hier ist Runde Nummer 1. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es wird immer wärmer draußen, es ist heiß, die Nächte sind lang und vielleicht ist der ein oder andere schon auf dem Weg ins Schwimmbad und da braucht man natürlich früher oder später eine kleine Erfrischung, eine kleine Abkühlung. Was gibt es da besser als das süße, kalte Gold am Kiosk? Ein Eis. Aber die Frage stellt sich natürlich, wofür möchte ich meine 1,20 Euro denn ausgeben, die ich mitgenommen habe ins Freibad? Wir stellen heute die Frage, welches ist das beste Eis? Ganz klassische Frage, gemeint ist nicht unbedingt, welche Eissorte an der Eisdiele, sondern welches Stieleis, ja, die großen Parteien, Langnese gegen Schöller, was ist da besser, auf welcher Seite in diesem immerwährenden Krieg werden wir uns heute positionieren? Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zusammengetragen habt. Bei dieser hochkarätigen Frage, wo es viele Kontroversen geben wird, fängt heute an Donny. Ich bin sehr gespannt, deine Antwort. Ja, hallo, liebe Zuschauer und auch euch beiden im Studio und auch zu Hause, Mara. Das Ding ist, ich bin ja ein Fan der Hitze. Ich bin ja also Hitze zieht mich förmlich an. Und ich leide aber auch unter dieser Hitze, obwohl ich sie mag. Aber deswegen hole ich mir dann Eis. Ich verkacke gerade meine Einladung, merke ich gerade selber. Okay, dein Eis ist also kalt, oder was? Das ist dein Argument. Ey, lass mich erst an. Wow. Hey, lass mich. Wo läuft die Zeit ab? Okay. Ah, auf jeden Fall. Also, das beste Eis ist ganz klar, Leute, ich habe mich im oberen Segment angesiedelt. Ja? Es gibt ja quasi auch bei den, wenn man irgendwie im Supermarkt ist, Regale, ja, die auf Augenhöhe, das ist der geilste Scheiß. Oben ist schon wieder ein bisschen scheiße, ganz unten ist Müll, da würde ich jetzt sowas wie Minimilk und sowas einschätzen, Kaktuseis, Flutschfinger, nee. Ich will die obere Kategorie, ich bin ein bisschen für die Luxusleute da draußen. So, ich brauche was, was mir eine absolute Geschmackssensation liefert und aber auch Spielspaß und Spannung bedeutet. Und das kann natürlich nur das Magnum Mandel sein. Magnum Mandel ist sowas, das kann man sich auch mal zum Date einfach mal. Also manche Leute verabreden sich ja zum Essen, so Restaurant oder so Restaurante-Pizza, so wie, also nicht im Restaurant meine ich. Und ja, hier geil, essen, oh, Herr Ober, ich will noch ein Weinchen. Nee, mit einem Magnum Mandel machst du richtig Eindruck. Den machst du schön auf den Teller, vielleicht noch ein bisschen garnieren. Ja, kennt man vielleicht aus einer früheren Staffel Beans and Rice, hieß es, glaube ich, da war es noch. Wie hieß es nochmal dann am Ende? Hört's.
Nerds und Herz, genau. Aber nee, das Magnum Mantel ist einfach alles dabei. Du hast auch dieses Erlebnis zwischen, es ist was Knackiges dabei, man kann sich auch, da scheiden sich die Geister, manche beißen rein, manche lecken die Schokolade ab, manche knabbern sich so ein bisschen hier die kleinen Mandeln eck und stopfen sie sich schön ins Maul rein. Ich bin eher der Kategorie abbeißen und dann alles Schokolade mit Mandeln wegmachen, bis nur noch die Vanille da ist und dann mal schön das ganze Ding weglutschen, weil das dann nämlich schon leicht geschmolzen ist und einfach sich runter isst, wie Florentin hat es gesagt, kaltes Gold. Und in diesem Sinne, ja, ich muss noch ein bisschen mich angrufen heute. Ich rede viel, ich habe viel komische Nebensätze. Aber Magnum Mandel. Magnum Mandel von Don. Ich bin sehr gespannt, was Mara da dagegen hält. Okay, Leute, das beste Eis hat selbstverständlich keinen Stil. Denn ich habe mich für den Klassiker entschieden, den absoluten Kassenschlager, den Eisbecher. Es gibt den To-Go im Becher, wie gesagt, mitzunehmen. Es gibt den Fancy im Glas, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Du entscheidest, wie viele Kugeln du möchtest. Du entscheidest, welchen Geschmack du haben möchtest. Und du kannst ihn absolut bei jeder Eisdiele bestellen oder auch einfach daheim selber machen. Der ist lecker, der ist wandelbar, der ist immer genau das, was du gerade willst. Du isst immer genau das, was du gerade willst, mit einem schönen Eisbecher. Das ist meine Wahl. Ich bin da total bei Mara. Auch mein Eis hat keinen Stiel. Ich habe keinen Bock auf Stiel. Ich will ein Eis, das gut in der Hand liegt, dass man irgendwie unterwegs nochmal auf dem Weg von der Bushaltestelle nach Hause oder auf dem Weg vom Freibad nach Hause nehmen kann. Und ich denke mir, okay, ich habe nur 1,50 Euro dabei. Es muss irgendwas her, wo ich auch ein bisschen Abwechslung bekomme. Ja? Wo ich nicht alles irgendwie in eine Sparte investiere, sondern wo ich einfach ein bisschen links knabbern, ein bisschen rechts knabbern kann. Ist irgendwie alles was dabei. Da tropft nichts raus. Alles handlich ich in der Hand. Und da habe ich natürlich einen absoluten Klassiker geholt. Das Big Sandwich, auch bekannt als die Fürst-Pückler-Schnitte. Ja, ihr kennt es vielleicht, drei fantastische Eissorten in einer Umarmung von Waffel. Da ist für jeden was dabei, ist ein gutes Kauerlebnis, ist ein gutes Leckerlebnis, wenn nebenbei so ein bisschen was raustropft. Du hast drei verschiedene geile Eissorten und das für einen kleinen schmalen Taler ist perfekt. Die Fürst-Pückler-Schnitte, das Big Sandwich-Eis, das beste Eis. Also kein Mensch auf der Welt nennt das Fürst-Pückler-Schnitte. Ja, ich weiß, aber so heißt es nun mal. Ich musste das raussuchen, ist die Fürst-Pückler-Schnitte. Vielleicht kann man das etablieren. Fürst-Pückler-Schnitte Art. Also Schnitte Fürst-Pückler Art. Ich dachte, vielleicht kann man es als Füpü etablieren. Hat sich noch nicht durchgesetzt in der Redaktion. Bis jetzt ist es noch das Sandwich. Aber auch bei dir gehen die Augen auf, Donny. Ich habe es gemerkt, als du es gehört hast, Sandwich. Also ist einfach geil. Ja, die Augen gehen auf, weil ich einfach überrascht und so ein bisschen auch enttäuscht bin von deiner unkreativen Wahl. Also Problem, ist ja wohl sowas von lächerlich. Also Mara, ich bin da gar nicht abgeneigt von deinem Eisbecher. Finde ich auch gut, sehr variabel. Ist zwar in dem Sinne eigentlich kein wirkliches Lagnese-Schöller-Eis, ne, muss man auch mal sagen. Es ist ein Eisprodukt, es geht um das beste Eis. Das gehört auf jeden Fall dazu. Ja, und was ich erstmal zu deinem Magnum sagen will, so, du hast das Problem, du stehst da mit deinem Stieleis, die Sonne scheint da drauf, es ist super heiß. Alter. Und was passiert natürlich? Das schmilzt. Das Eis schmilzt dir alles auf die Hand, ist alles ekelhaft und so. Wo passiert es nicht, wenn du einen Becher hast? Das schmilzt direkt auch da rein. Ja, na und? Aber dann hast du das auch nicht alles auf der Hand. Da kannst du immer noch irgendwie schön... Erstmal, wer isst denn ein Magnum so lange, dass es schon schmilzt? Das schnabulieren wir weg, das wird inhaliert, das wird einwachsen. Du sagst doch, du bist ein heißer Typ, dann schmilzt es so schnell. Ja, aber das ist ja alles irgendwann auch so ein bisschen wie Autofahren, ja? Also irgendwann ist man halt eingeübt, man weiß halt genau, wann ungefähr ist der Sweet Spot, wo es so schmilzig wird, dass es noch geil ist, aber noch nicht so die Hand runterläuft. Und Profis lassen ja auch, also ich spreche jetzt mal wirklich mal an da draußen an die Zuschauer, die wirklich Ahnung von Eis haben, also die Magnum-Esser, ihr wisst doch ganz genau, da lässt man unten so ein ganz kleines Stück Schokolade wie so ein kleiner Aufhänger. Oh ja. Ja, das fängt dann noch unten so, dass wenn es schon ein bisschen schmilzig ist, fängt das auf. Und das esse ich als letztes. Das ist so ein bisschen dicker, ne? Lecker. Ich habe das Gefühl, unten ist auch ein bisschen dicker, dass es so die ganze Struktur zusammenhält. Und ich meine, Donny, ich will ja hier nicht meine komplette Glaubwürdigkeit über Bord werfen. Natürlich ist ein Magnum geil. Wir wissen alle, dass ein Magnum geil ist. Ein Magnum ist eine komplette Mandel. Das Problem ist, ja, und das Geile am Magnum Mandel ist auch, du hast diese geile Mandelschokolade außen drum, aber du hast halt in der Mitte diesen riesigen Eisberg an sehr enttäuschendem Vanilleeis. Und klar, du knabberst es außen weg, geil, du denkst dir, oh, mega geil, aber du hast am Ende halt einfach diesen Abyss, diesen Schneemann in der Mitte, wo du am Ende dann doch merkst, so, Alter, jetzt zieht sich's aber auch schon, ja? Das zieht sich jetzt aber, das leckere, kalorienreiche Eis, was ich mir reinfröbel. Ja, das ist noch langweiliges Vanilleeis, weißt du, du hast halt eine Sorte, wohingegen beim Füpü, beim Fürst-Pückler, hast du halt einfach drei verschiedene Sorten und dann natürlich, klar, es schmilzt, Mara, du hast völlig recht, natürlich, Eis schmilzt, aber ist ja auch das Geile. Du kannst dann an der Seite so ein bisschen reinlegen, weißt du, ich hab später noch ein bisschen mehr übrig. So, Dien, habe ich einen Gegenargument, ich habe tatsächlich quasi ein pragmatisches Gegenargument und dass du weißt, und jetzt achtet
achtet bitte auch, liebe Zuschauer draußen und Maren, achtet bitte auf sein Gesicht, wenn ich sage, weil das kann er nicht verbergen. Und zwar, jetzt sag mir bitte, was machst du mit der scheiß Erdbeer, mit dem Erdbeereis? Das will keiner haben. Ja, okay. Gut, das will nicht keiner haben. Aber das Ding ist, das ist psychologisch ganz interessant. Nein, das stimmt doch nicht. Ich mag nämlich auch Sandwich-Eis und das ist eigentlich ganz interessant. Ich mache jetzt eigentlich sogar ein Argument für dich, aber es ist scheiß drauf, ich muss loswerden. Mir ist aufgefallen, das Erdbeeren mögen die am meisten nicht so sehr wie halt die Vanille und die Schokolade. Aber ich glaube, durch die Erdbeere sind die anderen beiden erst so geil. Weil eben, so, das ist der psychologische Effekt. Und dann gibt es die Überlegung, weil der eigentliche Genuss findet ja nicht auf der Zunge statt, sondern im Kopf. Und bei so einem Fürstpückler, da hast du immer so, oh, soll ich jetzt erst die Erdbeere weglecken und dann die anderen geilen oder die anderen? Und dann, oh geil, jetzt freue ich mich, oh, jetzt kommt Schoko, oh geil, jetzt Vanille. So, das ist ein ganzes Erlebnis. Wohingegen bei Magnum hast du, geil, 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 oh, jetzt muss ich mich hier durch das ganze Vanille durchballern hier. Mega fest verraten. Nee, einfach geil, 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 geil. Nein, Bullshit. Und vor allem zum Thema Beißerlebnis. Ja, ich habe sehr sensible Zähne. Und das einzige Eis, das ich wirklich gut beißen kann, ist das Sandwich. Einfach, weil du diese geile Waffel hast. Und da ist nämlich der Punkt. Es ist ja auch ein Spiel der Konsistenzen. Du hast einfach diese geile, labbrige Waffel, die auch einfach das Ganze so ein bisschen einrahmt. Du kannst es gut kauen, auch für sensible Zähne. Und es ist einfach geil, weil jeder Bissen ist anders. Vor allem, Achtung, du redest jetzt immer nur von Schokovanille, Erdbeere. Was ist denn mit den Zwischentönen? Was ist denn mit den Zwischentönen? Ja, was ist denn mit den Zwischenoma, Zwischenvanille und Schoko mal so ein bisschen reinknabbern? Da hast du denn so eine Kombination. Ja, also für mich ist das Sandwich-Eis so ein bisschen ein Eis, was man eher zu Hause isst. Also würde es jetzt nicht mit anderen Leuten weggehen und die sagen, ja, ich nehme Eisbecher, und du ja auch ein Eisbecher. Ich nehme gern Sandwich-Eis. Das ist irgendwie für kleine Kinder, weil die das auch so essen können mit der Waffe. Das ist Pücklerschnitte, ja? Fürst-Adelstitel. Das ist was Edles. Und ganz kurz zu Mara zu kommen, weil wir jetzt noch nicht über dich gesprochen haben. Einfach aus einem Grund. Ja, da gibt es ja auch nicht viel zu sagen. Nein, weil du dich der Frage verweigerst. Du sagst ein Eisbecher, nee. Ja, da kann Banane drin sein, das kann ein Pinocchio-Becher sein, das kann Spaghetti-Eis sein. Du gibst keine Antwort. Was du sagst, nee, Eis das auf dem Teller, Spaghetti. Also ist keine Antwort. Der Eisbecher. Aber da hat er recht, Mara, da musst du. Ich meine explizit den Eisbecher, wo man Kugel reinmacht. Also wo du hingehst. Ja, aber welche Kugel? Das ist einfach Eis. Nee, ich finde, da hat Florentin recht, Mara, muss ich ihm echt recht geben. Weil du hast jetzt schon etwas sehr, du hast quasi ein Genre genommen, aber nicht wirklich dich festgelegt auf. Was du bist sagen, Eis? Der Eisbecher. Ja, naja, aber du musst schon sagen, was da drin ist. Sind das 3 Kugeln, 2 Kugeln? Naja, Schokoladen? Das ist ja das Tolle beim Eisbecher. Du kannst exakt sagen, okay, ich bin so Vanilletyp, ich nehme 2 Kugeln Vanille. Der andere sagt, ach ja, komm, Schokolade lieber, ich möchte noch ein bisschen was Fruchtiges dabei, nehme vielleicht ein Schokolade. Rein, ja, ein aber Schokolade, du hast ja gerade selber gesagt, dass die Antwort offen ist, dass du keine Antwort gibst, sondern jeder das nimmt, was er möchte. Also gibst du im Endeffekt keine Antwort. Wir sagen ja auch nicht einfach, ja, das ist aus der Kühltruhe. Ja, halt, was du nimmst, ist halt dann deine Sache. So, nee, du musst schon eine Antwort geben, sonst kann man auch nichts dazu sagen. Weil da machst du es jetzt zu leicht, Mara. Ja, komm, das Gesicht von Mara so ein bisschen, ja, scheiße. Wenn du sagst, was ist der beste Schokoriegel und du sagst, ja, Celebrations, ja, ist für jeden was dabei. Ja, das ist keine Antwort. Das ist ja kein Schokoriegel. Die mit Schokolade halt. Du fragst, was ist das beste Eis und sie sagt, der Eisbecher, weil du da reinmachen kannst, was du willst, ist das eigentlich einfach eine OP-Antwort. Was soll ich denn da machen? Das ist ein riesiger Unterschied zwischen einem Bananasplit und irgendwie einem Schokobecher. Das sind Welten, das kannst du nicht einfach so sagen. Ja, weil der Bananasplit meine ich doch auch nicht. Es geht um Eisbecher, es geht um Kugeln, es geht nicht um Bananasplit. Wo du zur Eisdiele gehst, hätte ich gern die Kugel davon. Das ist ein Eisbecher. Ich meine jetzt nicht Spaghetti-Eis und alles, was man im Glas hat. Leg dich doch mal bitte fest hier in dieser Sendung. Das ist doch jetzt kein Spaß, was wir machen. Du musst doch hier mal auch mal, kannst dich jetzt nicht rauswieseln hier. Gieselmiese. Ja, beispielsweise schöne Eisbecher, wo du sagst, ich will ein bisschen was Fruchtiges, ich will auch ein bisschen Vanille haben. Himbeer, Vanille. Sag mal was. 3 Kugeln. Himbeer, Vanille, Eisbecher. Aber reden wir auch von Sahne. Und wenn du willst, sogar noch Sahne drauf. Ja, okay. Jetzt das ist cheaten. Du kannst nicht einfach Sahne in der Mitte der Runde mit reinbringen. Einfach Sahne ist noch dabei. Übrigens, auf meine Fürst-Pückler-Schnitte kannst du auch Sahne draufhauen, wenn du Bock hast. Ja, das kannst du immer machen. Ist überhaupt kein Problem. Aber Florentin, ich habe noch ich muss leider noch ein Gegenargument für dein... Nee, man greift dir den Stärksten an, ist ja kein Problem. Loswerden. Also ich meine, stell dir mal vor, du hast ein Date und du bist der Typ, der einfach die Fürst-Pückler-Schnitte bestellt. Also ciao. Da ist vorbei. Donny. Aber nur gegen Magnum. Oh, der Mann hat Klasse. Oh, Donny. Das ist einer im Stil. Wo ist sein Porsche? Um die Ecke? Keine Ahnung. Donny, lecker. Ganz kurz, stell's dir vor, du triffst sie auf ein Date mit 2 Fürst-Pückler-Schnitten. Und sie sagt, Achtung, und sie sagt, oh, ich mag ja eigentlich Schoko am liebsten. Und du machst den Move, du nimmst deine Schokoseite ab und gibst es ihr. Alter, wenn das kein fucking Gewinner-Move ist mit der Fürst-Pückler-Schnitte. Oh mein Gott, ich will nach Hause, das ist so creepy.
Das ist ein Gewinnermove. Das ist ein Gewinnermove. Tauschen wir Erdbeer gegen Schoko. Ich mag Schoko am liebsten. Ja klar, zack. Und dann kannst du es teilen. Du bist St. Martin, Alter. Wer ist sexier als St. Martin? Ich brauche mehr. Ja, naja. Na, oder du sagst, dann habe ich nur noch eine halbe Schnitte. Das ist ja viel zu wenig. Oder du könntest sagen, ja gut, dann bestellst du dir halt eine Kugel und ich bestelle mir wie immer 6 Kugeln. Dann hat jeder das, was ich will. Vor allem, oh, habt ihr gerade gehört, den Freundschaft, dann hat jeder das, was ich will, hat sie gesagt. Nicht das, was der jeweils will, sondern dann haben alle, was ich will. Ja, Mara, mal wieder ich, ja? Leute, ich würde sagen... Magnum, oh, das ist ein Teil, okay. Ich würde sagen, wir beenden das hier. Ich denke, am besten wissen die Zuschauer, wer hier wirklich die Wahrheit gesprochen hat und wer sich versucht, hinter irgendwelchen fadenscheinigen Antworten zu verstecken. Wir eröffnen hiermit das Voting. Wir sehen gleich mal, was ihr eintippen müsst. Ausrufezeichen AMF für alles mögliche Fights bitte immer. Dann Leerzeichen Magnum, Leerzeichen Becher oder Leerzeichen Sandwich für die Fürst-Pückler-Schnitte der Fürst-Pückler-Art. Also greift zu, seid vernünftig, Leute, denkt an eure Zukunft. Wir haben hier auf Twitter unter Hashtag alles mögliche Fights natürlich noch ein paar andere Antworten bekommen. Bestes Eis hier von Christian Monser, der schreibt Bum Bum. Konnte ich mich nie mit anfreunden, um ganz ehrlich zu sein. Wahrscheinlich wegen dem Kaugummi, ne? Aber wollen wir mal ehrlich sein, come on. Jeder weiß, der Kaugummi beim Bum Bum ist der worst Kaugummi aller Zeiten. Das ist wirklich so dieser Kaugummi-Automaten 2 Cent Kaugummi. Hat er keinen Geschmack mehr. Nee, das ist wirklich furchtbar. Ansonsten stimmen eigentlich alle mir zu, sehe ich hier gerade. Ansonsten gibt es nicht viel, von daher kann man eigentlich da gar nicht so mega viel dazu sagen. Cornetto ist immer beste Wahl. Ich hatte übrigens noch in der engeren Wahl Buttermilk Fresh hatte ich noch in der engeren Wahl. Auch sehr gut, das Zitronen-Cornetto sozusagen. Ja. Ah, was ich ganz schlimm gefunden hätte, wäre Calippo gewesen. Oh ja. Cola ist gar nicht so schlecht, Calippo Cola. Ey, ich habe tatsächlich kurz vor Sendestart gehadert zwischen Sandwich und Flutschfinger. Weil Flutschfinger ist für mich eine Bank. Aber ich weiß schon, wie Donny, ich kann mir vorstellen, dass Donny da gute Argumente dagegen gefunden hätte. Von daher habe ich es mal gelassen. Ich habe noch überlegt, Kaktuseis, aber dann nur diese Kaktusspitzen gibt es ja auch. Ja, aber das ist zu unbekannt. Die auch in dem Becher sind, glaube ich. Das ist zu unbekannt. Das ist dann wieder dein Double Chuck Nut Problem. So. Das ist zu unbekannt. Dann kriegst du keine Punkte. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin mal gespannt, wie die Leute den Eisbecher behandeln werden. Ob sie ihn da abstrafen oder ob die deine alles mögliche Antwort mit reinnehmen. Ich bin sehr gespannt. Haben wir schon ein Ergebnis hier dabei? Wer den ersten Punkt holt? Die ersten drei Fragen jeweils ein Punkt. Oh, wir sind wahnsinnig nah. 41,9% für Magnum Mandel. Danach mit 36% sehr nah die Fürst-Pückler-Schnitte und Eisbecher nah? Auf 3. Ist das nicht so nah, oder? Ja, 5% ist schon sehr nah. Damit geht der erste Punkt an Donny Sullivan. Ja! Danke, Leute, ihr habt guten Geschmack bewiesen. Lasst uns treffen auf den Magnum Mandel am Strand. Angenommen, das angesprochene Date von Donny läuft gut und man trifft sich bei einem der beiden zu Hause. Und dann guckt man sich natürlich in der Wohnung um und schaut so, was ist das für ein Mensch, der hier wohnt in dieser Wohnung? Und da gibt es aber auch manchmal den einen oder anderen Punkt, wo man ein bisschen die Augenbrauen hochzieht. Und darüber reden wir in Runde Nummer 2. Nämlich mit der Frage, was in einer Wohnung ist ein eindeutiges Zeichen, dass jemand ein unangenehmer Mensch, / Creep oder Weirdo ist? Was muss man in einer Wohnung sehen, dass man sagt, weiß ich nicht, ob ich nicht hier nochmal umdrehen soll und das abbrechen soll? Und diese Runde fange ich an. Und ich habe mir was überlegt, was man auf jeden Fall hin und wieder mal sieht. Weil wenn man jetzt irgendwas nimmt, was irgendwie total abgefahren ist, was irgendwie drei Leute in der Welt haben, weiß ich nicht. Es gibt einfach eine Sache, wo ich mich jedes Mal, wenn die rausgeholt wird, frage, was zur Hölle ist das? Welche Menschen haben das? Warum existiert sowas überhaupt? Und es sind Untersetzer für einen Tisch. Jeder, der irgendwie so eine Flasche Bier oder sowas auf dem Tisch hat und darunter nochmal einen Untersetzer stellt, ist mir sofort suspekt. Und denkt mal nach, kennt ihr Leute, die sowas haben und wirklich cool sind? Nein. Solche Leute sind Weirdos, Creeps. Entweder sagen sie, der Tisch war sehr teuer. Wie teuer muss ein Tisch sein, dass man da irgendwie nicht eine Tasse Kaffee draufstellen kann? Ein Tisch wurde dafür gebaut, dass man Dinge draufstellt. Das ist der einzige Zweck eines Tisches. Wer dann noch diese ultra hässlichen, wahrscheinlich noch mit irgendeinem hässlichen Frosch oder irgendeinem lustigen Spruch drauf Untersetzer rausnimmt, ist mir sofort suspekt und ich würde eher davon abraten, mit dieser Person noch weiter in Kontakt zu haben. Das heißt, ich schicke ins Rennen, sämtliche Tischuntersetzer gehen überhaupt gar nicht. Donny, was ist bei dir ein No-Go? Also, bei mir, ich bin da ein bisschen extremer gegangen, Untersetzer, weiß ich nicht, können wir nachher darauf eingehen. Ich komme erstmal mit meinem aus der Reserve und zwar meinem Item oder meiner Sache, die ich auf jeden Fall als Red Flag
betiteln würde, wenn ich bei jemand in der Wohnung bin. Sei es ein Kollege, ein Freund oder vielleicht eine eine sich anbahnende Liebesbeziehung, der erste Besuch zu Hause. Und zwar ist es bei mir ganz klar ein Gemälde der Person, die da wohnt, an der Wand hängend. Also ein richtig gemaltes, vielleicht sogar ein bisschen barockeskes Gemälde. Also angenommen, ich wäre der Creep, dann rede ich davon, ein Bild von mir gemalt. Also richtig auch gut gemalt. So ein bisschen wie in so was, wie in so Schlössern früher oder sowas, die Könige sich haben malen lassen. Das ist für mich, und ich glaube, das ist einfach das eindeutigste Zeichen, dass das ein übelster Creep oder eine Creepin ist. Gibt es eigentlich jetzt Werbeversion von Creep? Wir werden das rausfinden, schreibt es in die Kommis. Aber bei mir ist es auf jeden Fall das Gemälde oder ein Selbstporträt meine ich jetzt aber nicht. So richtig eine Auftragsarbeit. Richtig so im Winkel so und vielleicht noch so ein Zepter in der Hand oder sowas. Und dann guckt man so und das hängt dann im Flur und das siehst du. Und da bin ich so, ich muss raus hier. Danke. Okay, Mara, was ist deine Red Flag? Okay, also ich habe mich gefragt, was sind so ungewöhnliche Dinge, die man im Haus haben kann? Irgendwie so ein Zauberstab, so ein riesiges creepy Bild im Hintergrund, wo kein Mensch weiß, was es ist. Aber dann dachte ich mir, nee, das ist mir zu low level. Also ich brauche eine Wohnung, wo du einen Blick reinwirfst und sagst schon direkt, no fucking way, gehe ich in die Wohnung überhaupt rein. Also das Level von Weirdness brauche ich und ich glaube, das habe ich auch gefunden. Also folgende Situation. Ich bin in eine neue Stadt gezogen, habe gerade Studium angefangen, jemanden kennengelernt, einen Typen da vom Studium und will mit dem Referat ausarbeiten, der sagt, ja, es ist so ein bisschen was Komisches an dir dran, aber du weißt nicht wirklich, was es ist. Und er sagt aber, ja, ich wohne in einer WG, so mit 6, 7 anderen Leuten und die scheinen auch alle ganz normal zu sein. Also sagst du, ja, wird schon passen. Und dann so auf dem Weg nach Hause sagt der Typ, ja, willst nicht mal vorbeikommen, die anderen kennenlernen? Kennst du schon mal so ein paar Leute in der Stadt? Und ich sag, ja, klar, warum nicht? Und dann gehst du so in das Gebäude, wo die Wohnung oben ist, gehen die Treppen hoch und er erzählt so, was die anderen beruflich machen. Ja, was sie letztes Wochenende so unternommen haben und irgendwie Lisa und Sven, die hatten irgendwie krassen Streit, aber konnten mal schlichten, alles cool. Und dann gehst du in den Flur rein, wo er wohnt, du siehst hinten die Wohnungstür und du merkst schon, das ist aber jetzt auffällig still hier in diesem Flur. Also dafür, dass es eine WG sein soll mit so vielen Leuten, ist es wirklich super still. Und dieser Typ geht also zu der Wohnungstür, schließt auf, so begrüßt die anderen und du guckst so hinter dem Typ, guckst in die Wohnung rein und ja, tatsächlich, Lisa steht da, allerdings ist Lisa eine Puppe. Und dieser Typ hat die Wohnung, der sammelt Puppen. Der hat in seiner Wohnung diese kleinen Kinderpuppen mit Porzellangesichtern, mit so kleinen Brillen auf dem Fahrrad, mit so langen Haaren und Kleidchen. Der Typ geht auch direkt zu der Lisa hin, holt sich so eine kleine Bürste, macht ihr so die Haare, redet mit ihr. Und das ist dann der Moment, wo ich mein Handy verbrenne und in eine andere Stadt ziehe. Weil ich sage, also für eine 100%ige Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen absoluten Creep, eine absolute Creep-Wohnung handelt, für mich wortwörtlich ein absolutes No-Go, die Puppenstube. Also Mara, unser Besuch bei Florentin war eigentlich schon privat. Das finde ich kaum. Mir geht ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Okay, ja, auf jeden Fall gute Antworten, aber euch möchte ich direkt sagen, das sind Dinge, die sieht man nie. Also natürlich kann man jetzt sagen, ja, wenn eine Leiche im Wohnzimmer liegen hat, ist ein Creep. Ja, natürlich, klar. Aber ich meine, es geht doch auch bei der Frage so ein bisschen darum, was sind wirklich Tipps, wo kann man wirklich jemandem weiterhelfen, was sind Dinge, die man auch ab und zu sieht. Also jetzt sich irgendwas auszudenken, was jetzt irgendwas total Abgefahrenes ist und sowas wie dir, Mara, passiert ist, das wird dir wahrscheinlich nie wieder passieren, das passiert niemandem. Von daher war es mir wichtig, auch was zu nehmen, wo man Leute wirklich einen Tipp geben kann. Und Untersetzer sind für mich einfach so archetypisch für so eine unangenehme Person, die einfach zu penibel ist, zu bieder, zu langweilig, die dann auch irgendwie so Schlappen und Hausschuhe hat für irgendwie die Wohnung, wo man reinkommt und die anziehen muss oder irgendwie sowas. Deswegen war mir das einfach wichtiger, unangenehme Personen und die man auch ab und zu sieht. Also Florentin, erstmal, ich habe Schlappen für zu Hause, ich habe sogar mehrere. Ich habe sowohl Badelatschen für zu Hause als auch echte Birkis, die richtig geil abgelaufen sind. So gehört sich die nämlich bei Birkis. Und ich habe tatsächlich hier. Warum? Wofür? Untersetzer, keine Ahnung. Auch Untersetzer? Ja, weil ich hier, wenn ich mir vielleicht ein Bierchen mal mache oder eine Cola und hier überall Equipment ist, dann will ich das nicht, dass es kaputt geht. Das heißt auch nicht, dass man, würdest du mich als penibel bezeichnen? Ja, aber was hilft dir denn der Untersetzer, wenn das, für dein Equipment, das hilft dir nichts, dass es dir über den Laptop drüber läuft oder so? Na, aber du musst doch danach dann nicht den Tisch abwischen, weil du dann keine Wasserflecken alles da drauf hast. Ja, wie trinkt ihr denn, oder was, wo man bei einem Glas was abwischen muss? Also würdest du auch sagen, dass zum Beispiel in jedem Restaurant Creeps arbeiten, weil sie da Bierdeckel hinstellen? Ja, Leute in Restaurants sind Creeps. Nein, Restaurants ja. Natürlich nicht. Die wollen das natürlich, aber weil du nie in Restaurants gehst.
Okay, gut. Aber ich meine, ich stelle mir davor, wenn du bei jemandem zu Hause bist und eingeladen bist und dann irgendwie da was getrinkt wird und dann werden erstmal fein penibel die Untersätze auf irgendeiner Glasscheibentisch, wo man sich jetzt eine Glasscheibe, was soll da passieren? Finde ich einfach unsympathisch. Und wie gesagt, sag mir mal eine coole Person, die solche Untersätze hat. Mal euch beide ausgenommen. Also ich kenne hier super viele Leute, die Untersetzer zu Hause haben. Du musst ja auch nicht dahinstellen und sagen, ja, hey, Moment, ich stelle jetzt hier erst einen Untersetzer hin und dann stellst du erst dein Glas da drauf. Das ist ja eher so ein cooles, ja, so stelle ich mal ein paar dahin und dann weißt du, okay, da muss also mein Glas platziert werden. Oder mal, weißt du, so cool so hinwerfen, so. Gelandet unter deinem Bier, wo du es gerade abstellen wolltest. Oh, sorry, Untersetzer. Nee. Naja. Nee. Wahrscheinlich nicht. Aber ja, also ich muss, weißt du was, man muss ja auch ein bisschen, und ich würde jetzt nicht rumschleimen bei den Zuschauern oder so, oder irgendwie jetzt mich in ein gutes Licht positionieren, das würde ich nie machen. Aber man muss natürlich auch Florian ein bisschen recht geben im Sinne von, dass Mara und ich natürlich schon sehr ausgefallene Beispiele genommen haben, die jetzt nicht alltags, sagen wir mal, tauglich sind. Aber die sind, und das musst du auch einsehen oder beziehungsweise respektieren, Florentin, die sind nicht komplett abwegig. Und nee. Es ging ja darum, die Frage, was ist denn wirklich ein absoluter Red Flag? Sowas wie halt, dass es wirklich creepy, dieser Mensch kann nur ein Creep sein. Und ich finde, da ist einfach deins zu schwach. So, wir haben jetzt nicht komplett über die Stränge geschlagen und gesagt irgendwie sowas wie, keine Ahnung, da ist jetzt irgendwie, da sind dann irgendwie, da ist eine Leiche. Vor allem, wenn eine Leiche liegt, dann wäre es ja auch direkt ein Mörder und jetzt nicht nur ein Creep. Also für mich genau. Ist ein Creep wirklich jemand, der... ist ein netter Mörder auch, könnte auch sein, weiß ich nicht. Ja. Ist ja nicht automatisch ein Creep. Aber ich meine, Untersätze ist halt, glaube ich, auch sehr autobiografisch bei dir. Ich glaube, da hast du vielleicht mal irgendwann eine Erfahrung gemacht mit einem Untersetzer-Mensch. Ich wurde da traumatisiert. Ich traue einfach keinen Leuten, die ihre Umgebung so hart kontrollieren wollen, dass sie nicht damit klarkommen, dass irgendwie so ein Tröpfchen Tee auf ihren Tisch kommt. Wie wertvoll kann dieser Tisch sein? Was hat dieser Tisch gekostet und wie zerbrechlich ist dieser Tisch, dass da ein Tröpfchen Tee jetzt irgendwie den kompletten Tisch kaputt macht? Der macht den ja nicht kaputt. So. Schaumstoff. Du möchtest dir einfach nur sparen, dass du danach dann irgendwie nochmal drüber wischen musst oder so. Also keiner mit einem Untersetzer wird dann anfangen zu schreien, wenn da ein Tropfen daneben geht, dann sagt er, ja gut, kann halt auch mal passieren, aber du hast ja einen Untersetzer, ja gut. Aber ansonsten hast du halt dann nicht überall Wasserflecken und was weiß ich, was sich da alles verschüttet wird. Ja, aber Mara, jetzt gerade, wo du jetzt auch mal was gesagt hast, würde ich nochmal damit direkt anschließen an deinen Vorschlag. Muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, ne? Fand ich jetzt ein bisschen, also offensichtlich ist dir das passiert. Kann das sein? Das ist ein Beispiel. Aber gut. Das sollen wir mal die Zuschauer entscheiden lassen. Da können wir dann nochmal ein Nebenwort machen, ob ihr glaubt, dass das passiert ist, der Mara, oder ob das einfach erfunden ist. Weil es klang schon ziemlich detailreich. Aber nein, Leute, meinst du da was Beste, will das? Komm. Das ist einfach das Creepigste, was es gibt. Schau mal vor, du kommst in eine Wohnung und dann ist wirklich ein gemaltes Barockbild. Also richtig so teuer. So, ich meine jetzt nicht irgendwie mit Wasserfarben, sondern richtig ein Ölgemälde. Aber was ist, wenn es jemand geschenkt hat? So ein schönes Geschenk. Du kannst ja auch irgendwie oder was weiß ich aufhängen oder was. Also die Grundfrage ist, wie wollt ihr auf einen Fremden wirken? Wollt ihr sehr penibel wirken? Wollt ihr irgendwie arrogant wirken? Oder wollt ihr direkt wirken, als wärt ihr pädophil mit irgendwelchen Kinderpuppen in der Wohnung? Okay, ja, stimmt. Ja, gut. Da hat sie jetzt eine gute Formulierung gefunden, muss man auch mal sagen. Ich spiele dieses Spiel einfach. Ich habe schon so oft mitgespielt, ich kann es einfach immer noch nicht. Es ist immer das Gleiche. Ich bin jetzt gleich seit 6, 7 Folgen dabei gewesen und immer mache ich das Gleiche. Ich checke immer nicht, dass ich eigentlich nicht den Leuten recht geben sollte. Aber ich bin ein Ehrenmann und wenn die Mara gut argumentiert, dann muss ich halt sagen, ja. Aber nein, trotzdem, wie gesagt, ich bin ja auch bei euch. Eure Sachen sind auf jeden Fall gute Picks für. Aber es sind halt wirklich dann eher Psychopathen. Also, das ist wirklich so, wer mit Puppen spricht, das ist dann schon irgendwie so ein anderer Level als jetzt irgendwie einfach ein unangenehmer Mensch, wo man einfach merkt, ja, so, ein richtiger okay, Creep und weird oder so, wie es da steht. Ja. Und bei den Gemälden wollte ich nur sagen, wenn du irgendwie Modern Family guckst, da haben sie auch so ironisch ein Bild von sich beiden aufgehängt an der Wand, so ein bisschen, haha, guck mal, hier sind wir zwei als Engelchen an der Wand. Da wird dann auch keiner sagen, oh, holy shit, das sind aber Creeps, da gehe ich nicht in die Wohnung. Also du kannst es so ein bisschen ironisch gebrauchen, wenn du es gut machst. Ja. Na gut, ich würde sagen, wir haben alles gehört, wir geben die Runde frei. Warte, ganz kurz noch, Mara. Okay, weil ich denke gerade ein bisschen, vielleicht mache ich den Fehler, ich denke da an mich. Wenn du sowas dann beschreibst, denke ich so ein bisschen an meine Wohnung. Ich glaube, das ist ja normal. Ich denke mir, okay, wenn ich das hätte, wäre das dann creepy. Aber es kommt schon auch auf den Typ an. Also ich meine, wir reden ja von Leuten, wo man jetzt noch gar nicht die einschätzen kann. Und ich glaube, wenn man jetzt noch keinen Eindruck von jemand hat, ist es sowieso schwierig, ironisch zu sein. Und dann finde ich das schon ein Red Flag.
So eine. Ich glaube, wenn ich das jetzt hätte und du kommst zu mir, dann würdest du eher so einfach in Augen rollen, so, das ist halt so bestaunlich, hat aber das ist als Witz gemeint. Aber wenn es jetzt irgend so eine Hans Wurst ist, irgendwie. Naja, ich würde. Ich habe kennengelernt, hey Mara, ich mag Age of Empires. Kannst du mich mal besuchen? ich würde zumindest noch in die Wohnung reingehen und fragen, ja, okay, warum hängt hier ein Bild von dir oder was ist da die Hintergrundstory oder so? Es ist nichts, wo ich nicht mehr in die Wohnung reingehen würde bei so einem Bild. Ja, aber der kriegt ja von Leuten, die da halt sowas sagen, auf so eine Frage wie, ja, das bin ich. Ein Bild von mir. Gefällt's dir? Schon fast wieder lustig. Ich glaube, irgendjemand wird sich erbarmen, Donny irgendwann mal zum Geburtstag so ein riesiges Bild von ihm zu schenken. Ja, nee, ich habe auch schon ein bisschen die Befürchtung, dass es, glaube ich, heute ein Thema ist, was ich hätte nicht anreißen sollen, weil ich sehe es schon. Ich sehe schon die UPS. Sie haben ein Großformat geschickt bekommen, abholen bei der DHL-Station. Gut, ich würde sagen, wir lassen das Publikum entscheiden. Ausrufezeichen AMF, Leerzeichen. Und dann seht ihr eingeblendet, wofür ihr stimmen möchtet. Da für den Tisch AMF-Untersetzer, Porträt oder Puppen. Damit könnt ihr abstimmen. Was ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass die Person, bei der man zu Hause ist, vielleicht ein unangenehmer Mensch ist, mit dem man nichts zu tun haben möchte. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es aussieht. Aber es kann ja auch sein, dass die Puppen auch ironisch waren. Ne? Also Mara, man weiß ja auch nie, ob das einfach ein Gag war. Kann auch passieren. Also, wenn ich in eine Wohnung komme und da sitzt dann so eine kleine Kinderpuppe am Tisch, also weiß ich nicht. Nee. Nee. Wenn er Kinderarzt ist? Geht er erst dann kleine Kinderpuppen zu Hause? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie üben, wie man hier das hier macht und so. Ach nee. Aber ganz kurz. Aber Mara, habe ich die Geschichte richtig verstanden, dass diese Person die Puppen als seine Mitbewohner bezeichnet hat? Ja, ah, okay. Das ist zusätzlich. Aber wie, wow. Also, das sind meine Freunde und Mitbewohner. Ja, genau. Ach so, ja, nee, das ist schon. Die Lisa. Aber es ist schon sehr erfunden, die Geschichte. Komm, sehr konstruiert auch. Naja. Ich könnte halt nur sagen, ja, jemand, der eine Puppe zu Hause hat. Ich will es doch ein bisschen ausschmücken. Du hast es auch übrigens fantastisch ausgeschmückt. Ich hing dir an den Lippen. Du hast sehr gut die Geschichte auch erzählt. Tatsächlich, jetzt ohne Scheiß, ohne Ironie. War nicht ernst, aber trotzdem ändert es ja nichts daran, dass es ja die ganze Situation schon ein bisschen halt, naja, ein bisschen viel Fantasie drin ist. Mega creep. Genauso eine hätte bei Schwiegertochter gesucht mitmachen können. Was auch noch genannt wurde von der Community sind Wandtattoos. Hatte ich auch lange überlegt, fand ich ein bisschen zu leicht fast, weil Wandtattoos ist so ein bisschen der Klassiker des schlechten Geschmacks. Naja, aber na. Ja, doch, so ein Tribal, was, so ein Feuer-Tribal. Ja, wenn es ein Tribal ist, aber wenn es irgendwie. So also ein Arschgeweih über der Couch oder sowas? Nee, aber so ein Spruch dann irgendwie so Live, Love, Love oder sowas. Ja, genau. Ganz, aber du ganz kannst schattig. Ja auch ein eigenes machen. Wie geht der Spruch nochmal, Florentin? Mara, hast du ein Wandtattoo? Ich hatte möglicherweise in Bremen ein Hobbit-Gedicht an der Wand, ja, auf Schwedisch. Boah, Nerd, ey. Ey, Florentin, weißt du, was ein geiler, weißt du, was ein geiles Wandtattoo wäre, ohne Scheiß? Die Bildorder für Fastkasse mit Spaniern. Ja, das ist gut. Nicht schlecht. Weil sowas ist cool. Bei den klassischen Sprüchen so bin ich bei euch. Also das will ich auch nicht an der Wand. Aber irgend sowas Individuelles? Baut das doch bitte! an der Wand, ja. Hier haben wir auch schon ein mögliches Design für ein Porträt von Donny O'Sullivan. So könnte das aussehen. Oh, nice. Oh, nein. Ja, ist er. Na gut, er hat jetzt noch ein T-Shirt an, Leute. Ich wäre auf jeden Fall nackt und ich hätte, glaube ich, so eine Lorbeere über. Oh nee, ich mache wieder zu viel, das ist nicht gut. Ja, so eine Lorbeere über dem Schwanz. Ausgestopfte Tiere kamen hier auch noch als Creep. War ich auch noch gut. Wie schaut's aus? Wie schaut's mit der Abstimmung aus? Haben wir schon einen Spitzenreiter an der Stelle? Okay. Gibt es schon eine Auswertung für die drei? Ich bin sehr gespannt, wie das Publikum hier abstimmt. Und es ist mit absoluter überwältigender Mehrheit, mit 70% sind es die Puppen. Herzlichen Glückwunsch, Mara, wow. Für diesen Punkt. Dankeschön. Nicht schlecht. Wow. Cool. Machst du die Pistolen oder was? Jetzt ohne ich glaube, die nicht dafür abgestimmt haben, sind wahrscheinlich exakt diese Leute, die Puppen haben. Ja, kann gut sein. Herzlichen Glückwunsch. Damit steht es... Damit steht es 0-1. Wir haben noch eine weitere Frage und dann kommt noch die Pitchfrage, die 2 Punkte gibt. Das heißt, es ist alles noch drin. Wir machen ein kleines bisschen Werbung, holen uns ein Eis und sprechen uns mit ein kleines Magnum. Und schön, es ist nach der Werbung wieder Hashtag alles Mögliche. Falls könnt ihr euch beteiligen, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Alles Mögliche, Falls. Alles Mögliche, Falls. Willkommen zurück bei Alles Mögliche Fights in unserer fantastischen, sehr, sehr harten Runde, in der schon einige harte Hiebe ausgeteilt wurden mit Donny und Mara. Schön, dass ihr da seid.
1:1-0 steht es. Ich muss mich ein bisschen ranhalten. Mal gucken, ob mir das gelingen wird in Runde Nummer 3. Danke, Paul. Runde Nummer 3 dreht sich ganz um eine Frage, die ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr darauf geantwortet habt. Und sie lautet: Wofür hättest du gerne einen Schlüssel? Welchen Schlüssel hättest du gerne? Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Frage interpretiert wurde. Wir fangen diesmal an mit Mara. So, okay. Ich bin an die Sache reingegangen, dass ich mich nicht gefragt habe, wofür bräuchte ich einen Schlüssel, sondern erstmal, wann brauche ich denn genau keinen Schlüssel? Und da ist die Antwort ganz klar, man braucht keinen Schlüssel, wenn man die entsprechenden Kontakte hat. Willst du irgendwie nachts ins Schwimmbad? Kein Problem, ich kenne den Schwimmbadbetreiber. Brauchst ein Hotelzimmer? Kein Ding, kenne den Hotelmanager. Du willst irgendwie außerhalb der Öffnungszeiten in den Zoo? Absolut keine Schwierigkeit für jemanden, der den Zoodirektor kennt. So. Und deswegen, die richtigen Kontakte öffnen jede Tür. Und da habe ich mich gefragt, wie komme ich denn an die Kontakte? Und da lautet die Antwort ganz klar: mit dem Meisterschlüssel. Der Meisterschlüssel hat folgende Funktion. Der Meisterschlüssel öffnet dir die Tür zum jeweils teuersten Wohnhaus einer Stadt bzw. eines Ortes. Und zwar nicht irgendwie nachts heimlich, du hast dich da reingeschlichen, sondern du bist ganz offizieller Träger von diesem Schlüssel und darfst da außen eingehen, wie du willst und auch mit den Bewohnern interagieren. Und zwar, das sind dann selbstverständlich die oberen 1% des Landes und da kannst du die entsprechenden Kontakte knüpfen, wenn du das möchtest. Also das ist der Schlüssel, den ich gerne hätte, der Schlüssel zur Gesellschaft, der Schlüssel, der im übertragenen Sinn alle Türen öffnet, der Meisterschlüssel. Okay. Ich habe mir die Frage gestellt, wo hätte ich gerne konstant Zugang? Und ich habe nachgedacht und die Frage, ich finde, es ist sehr einfach. Und zwar, Leute, denkt mal kurz drüber nach. Eine Turnhalle. Stellt euch vor, ihr hättet 24/7 Zugang zu einer Turnhalle. Alleine, wo ihr alleine rein könnt. Abends einfach mal irgendwie von der Arbeit nach Hause kommen. Du gehst in eine Turnhalle, du holst dir einfach 20 Bälle aus dem Korb raus, du bolzt ein bisschen rum, du baust ein Trampolin auf, du baust dir die Kästen auf, du springst von oben runter auf irgendwie eine Matte. Da gibt's Duschen, da gibt's irgendwie so einen Limonadenautomaten, da ist alles da. Du kannst jederzeit sagen, mit deinen Freunden erste Bock Badminton spielen, zack, wir gehen in meine Turnhalle. Oder du bist alleine, ja, du bolzt einfach den Ball durch die Gegend. Normalerweise ist Fußballspielen langweilig, weil du hast einen Ball, schießt aufs Tor. In der fucking Turnhalle hast du 50 Bälle. Die ganze Turnhalle ist voller Bälle und du bolst rum, wie du willst. Du bist alleine und das kannst du jederzeit tun, Alter. Stell dir das mal vor. Du hast da alle Möglichkeiten. Du kannst irgendwo hochklettern an so einem Gerüst. Du hast so ein Seil, kannst dich hin und her schwingen. Unendliche Möglichkeiten und das zu jeder Zeit. Alter, ich hätte sowas von gerne Schlüssel zu der Turnhalle. Wie geil wäre das? Okay, Sportler Florentin, danke. Also ganz neue Zeit, die ihr jetzt gerade kennengelernt. Leute, ich bin da ein bisschen anders rangegangen. Kommt mal ein bisschen näher. Kommt mal ein bisschen näher zum Rechner, zum Fernsehen. Leute, es geht nicht immer nur um Leben, um materielle Dinge. Es geht nicht immer um eine Turnhalle, um irgendwie Kontakte, um irgendwelche wichtigen Sachen im Leben, die irgendwie Reichtum und was Besonderes bringen. Denn wer einfach ein bisschen Lebenserfahrung hat und das Richtige im Leben entdeckt hat, der weiß, Liebe ist das Wichtigste. Und deswegen will ich den Schlüssel zum Herzen einer Frau. Oh, der Jesus. Dankeschön. Was sind das denn wieder für Antworten, ey? Oh Gottes Willen. Also. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Eigentlich wäre die Pointe viel witziger. Ich muss gerade selber sagen, eigentlich wäre die Pointe wirklich witziger gewesen. Einfach dann zu. Und deswegen bin ich ein Schlüssel zum Puff. Aber nein, ich hab's ernst gemeint, aber den Gag fiel mir gerade ein. Ich will ganz kurz zu dem Thema nehmen, dass ich nicht sportlich bin. Ich bin offensichtlich nicht sportlich. Mir geht's auch nicht um Sport. Mir geht's darum, einfach ein paar Bälle durch die Gegend zu schießen. Mir geht's nicht darum, irgendwie Sport zu haben, irgendwie mich anzustrengen, sondern einfach irgendwie cool Spaß haben, so einen Ball gegen eine Wand werfen, nur um das mal kurz den Wind aus den Segel zu nehmen. Sport ist mir scheißegal, ich habe keinen Bock auf Sport, aber jeder hat Bock drauf, irgendwie mit 60 Bällen irgendwie quer durch eine Halle zu versuchen, ein Tor zu treffen. Ey, da hat jeder Bock drauf. Jeder. Ja, das ist gut, aber wo gehst du dann danach hin, nach Hause? Gehst du dann alleine nach Hause zu deinem, schlechten Eis und dem Fernseher oder irgendwie in der Runde Warcraft? Oder gehst du nach Hause zu einer Frau, die dich die Arme nimmt? Donny, mein erbärmliches Privatleben hat doch jetzt gerade gar nichts mit der Antwort zu tun. Das sind doch zwei unterschiedliche Probleme. Ich weiß gar nicht, was ich deine Antwort sagen soll, Donny, weil Schlüssel zum Herzen, du wünschst dir Liebe. Ja, wow. Das ist natürlich keine schlechte Antwort, aber was soll ich dazu sagen? Man merkt auch den Hass in dir, Florentin. Man merkt die Unsicherheit, also das ist einfach... Naja, die Frage ist, warum brauchst du denn dafür einen Schlüssel? Also das ist die Frage, die ich mir so stelle. Naja, muss ja einer aufmachen, die Liebe, ne?
und die ist halt richtig genervt. Ja, Leute, ich habe hier einmal einen Zauberschlüssel und einmal ja, Liebe als Antwort. Nee, was soll ich denn dagegen sagen? Die Moment. Moment. Erstens macht er keinen Punkt und jetzt ist er auch noch so mega... Wenn du den Schlüssel zu der Luxusvilla von Hamburg hast, dann kann ich dir eine Sache sagen, die diese Luxusvilla sicherlich haben wird. Eine eigene Turnhalle, nein, ein eigenes kleines Heimkino. Nein, nicht 60 Bälle und Trampolin. Vergiss es. Und Mara, ganz kurz, dir ist schon klar, nur weil du in das Haus von jemandem reinkommst, heißt du nicht, dass die Person dir wohlgesonnen ist. Vielleicht sogar ganz im Gegenteil. Ich hab ja gesagt, ich bin der offizielle Schlüsselträger. Die Corona wissen das dann natürlich selbstverständlich. Ich habe das nicht so interpretiert, dass du dich dann nachts irgendwie reinschleichst in eine Turnhalle. Ja, Gott, eine Turnhalle. Gibt es ja auch Turnhallen, die offen sind, wo du ständig reingehen kannst und irgendwie Sportplätze, Nicht alleine, wo Sachen rumliegen, wo du dann nachts alleine Basketball spielen kannst oder was weiß ich. Leute, wo ist die Liebe? Nein, Mara, come on. Du kannst nicht sagen, auf die Frage, welchen Schlüssel hättest du gerne? Ich hätte gerne Kontakte zu den mächtigsten 1% der Welt. Nee. Ja, come on, was ist für eine Antwort? Nein, ich habe doch ganz genau gesagt, der Schlüssel ist ein Schlüssel für das teuerste Haus einer Stadt. Ja, aber nur weil du da reinkommst, heißt das nicht, dass die Leute magische Schlüssel oder was? Das ändert dann sich immer je nach Grundbesitzwert oder was oder nach Grundstückspreis. Das kannst du ja nachschauen, welches das teuerste Haus ist. Du kannst schön bei Google eingeben, teuerstes Haus Hamburg, und dann kriegst du da dein Ergebnis. Ja, und dann sperrst du auf, gehst da rein und dann? Ja, dann, genau. Was machst du denn? Die Leute wissen es natürlich. Du wirst ja, aber jetzt kommt die Magie ins Spiel. Die Leute wissen das und mögen dich und so. Das geht zu weit, Mann. Es ist der Meisterschlüssel, der wird vom Schlüsselrat vergeben und die Leute. Ne, wenn ihr natürlich superreich werdet, dann wüsstet ihr selbstverständlich, dass der Träger vom Meisterschlüssel da reingehen kann, wie er möchte. Und du kannst natürlich schauen. Nutzt du das jetzt einfach nur, um dahin zu gehen, um ein bisschen zu schwimmen oder irgendwie schön im Zimmer zu schlafen oder so? Oder nutzt wo ist dieser Schlüssel gerade in Rohan oder was? Das ist doch alles für Fantasiequatsch, oder nicht? Meins ist ach, ja aber Schlüssel des Herzens ist natürlich ein echter Schlüssel, den du irgendwo... Im Leben, schieß die Liebe raus! Ja, okay. Aber Mara, warum machst du es dir so schwer? Du gehst extra zu dem reichsten Menschen der Stadt, um dann Kontakte zu haben, um in eine Turnhalle reinzukommen. Du könntest doch einfach direkt in die Turnhalle gehen, Mara. Warum machst du es dir so schwer? Ja, aber das könntest du auch machen, Florentin. Du könntest einfach auch in eine Turnhalle gehen, hat man übrigens auch schon nein, gesagt. Nein, du kannst nicht alleine zu jeder Zeit, wo du Bock hast, in eine Turnhalle gehen. Das stimmt aber einfach nicht. Hast du denn im Schnitt Bock, in eine Turnhalle zu gehen? Um 2 Uhr nachts, wenn ich Bock habe, denke ich mir, ich mache einen Podcast laut an, auf den Lautsprecher in der Turnhalle und will einfach ein bisschen rumbolzen. Als ob es euch nicht Spaß macht, irgendwie zu versuchen, mit ganz vielen Bällen irgendwie auf ein Tor zu schießen oder ein Trampolin zu springen. Ja, aber ich sag mal, eine Turnhalle ist wirklich nicht... was krass geschützt ist und die Tür ist jetzt auch nicht da so krass abgeschnitten, dass du denkst, ja, da kann ich mir jetzt gar keinen Zutritt verschaffen. Also eine Tür, die man am ehesten knacken kann, ist wahrscheinlich eine Turnhalltür, weil jeder denkt, warum sollte denn jemand eine Turnhalle einbrechen? Da gibt's doch nichts. Ja, aber das ist doch nicht die Frage. Natürlich kann ich einbrechen. Ich kann überall einbrechen. Du brauchst wahrscheinlich einen Medizinballer, um eine Turnhallentür zu knacken. Du kannst da in Ruhe duschen, du hast Platz. Ich habe niemals verstanden, ich habe das nie verstanden. Was soll das? Die gab es immer da hinten in diesem Raum da hinten und die waren einfach schwer und nervig, aber ich habe nie gecheckt. Also kicken konnte man mit denen nicht. Aber die waren das Beispiel alleine in der Turnhalle, das stelle ich mir irgendwie richtig langweilig vor. Ja, dann lad Leute ein. Du hast gesagt, hey, was machen wir heute? Lass uns in eine Turnhalle gehen und lass uns einfach mal 600 Bälle aktivieren und wir spielen Völkerball. Stell dir vor, du kannst spontan Völkerball spielen oder Badminton oder alles. Du hast eine Halle, strömender Regen draußen. Aber alleine. Und du gehst einfach oder mit deinen Leuten oder auch alleine. Ich habe auch Bock, Alter, wie viel Zeit ich als Kind damit verbracht habe, einen Ball gegen eine Wand zu werfen und dann so zu tun, als wäre ich ein krasser Freund aller Zeiten. Nachts um 2. Na? Bock, Turnhalle, Badminton. Die ersten 3 Wochen mega geil. Du machst niemand sagt da nein. Ich gebe dir zu, das ist eine gute Antwort, das macht auch Bock. Aber irgendwann wird es halt nervig und irgendwann wird dir das auch mega langweilig werden. Irgendwann, ja. Ich sag dir, Florentin, ganz nein. Ehrlich, und jetzt kommt das große Gegenargument. Ich habe es mir extra aufgehoben bis zum Schluss. Ich wollte dich noch ein bisschen zappeln lassen. Das große Gegenargument ist ganz klar. Dir wird das irgendwann langweilig werden. So, da hat Mara zum Beispiel das nicht. Die hat ja gesagt, das ändert sich ja, je nachdem, wie welche Stadt sie geht. Da hat sie nämlich schon dran gedacht. Ja, schlau. Weil es cheaten ist. Nee, ich habe eine Turnhalle. Du gehst da, Florentin, ich kenne dich. Ich kenne dich jetzt schon lange. Du gehst da nach 4 Wochen nicht mehr hin. Donny, ich habe meine gesamte Jugend damit verbracht, so einen kleinen Ball gegen die Wand zu werfen und dann so zu tun, als wäre ich der krasse Torwart, der dann durchs Zimmer springt, um diesen Ball abzuwehren. Das habe ich jahrelang gemacht, während irgendwie die Abschlussklasse lief im Fernsehen oder so. Stell dir vor, nachts irgendwie, du hast Bock, Tennisschläger, Tennisball schön gegen die Wand. Einfach 20 Minuten einfach Tennisschläger. Das kannst du doch auch außen an der Turnhalle. Du kannst dann auch zur Turnhalle hingehen und draußen an die Wand spielen. Nein, dann fliegt der Tennisball weg. Ich habe 200 Tennisbälle neben mir liegen.
Das ist was ganz anderes. Also wir waren in der Abi-Nacht alle zusammen in der Turnhalle und durften da quasi die Nacht machen, was wir wollen. Geil. Und ich habe es mir auch irgendwie toller vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil es auch Leute waren, mit denen du vielleicht, auf die du keinen Bock hast. Wenn du den Schlüssel hast, kannst du entscheiden. Hier, Hip-Hop-Tanzgruppe, haut ab, ich habe den Schlüssel, jetzt komme ich hier rein. Mara hat sich vorher vorgestellt, dann so Schnitt. Mara als Einziger so mit Sportklamotten und alle anderen, die zu und so mega Sachen. Und Mara so, hey, ich wollte Badminton spielen. Donny, du kannst mir nicht erzählen, dass wenn ich dir sage, hey, komm vorbei, wenn du bei mir bist, komm vorbei, schöne Turnhalle, wir holen die Tischtennisplatte raus oder Badminton oder Bolzen, es macht einfach Bock. Ja, es ist geil und du merkst ja auch und du checkst ja auch, ich meine, es ist ja ganz klar, das hat jeder von uns auch gern gemacht in der Schulzeit, auch gerade mal, aber das check ich ja, aber glaub mir, Florentin, du sträubst dich da gerade noch gegen, glaub mir, dann sind es vielleicht meinetwegen einen Monat oder zwei Monate oder vielleicht ein halbes Jahr, aber irgendwann hast du da keinen Bock mehr drauf und dann wirst du dich sehnen nach einem anderen imaginären Schlüssel oder so, wenn du diesen einen Wunsch von diesem Genie, den wir gerade irgendwie uns vorstellen hättest, dann hättest du auch gesagt, dann sitzt du da irgendwann mega traurig und bounce noch den Ball nachts um zwei, zum 500 Mal und irgendwann kommen noch keine Leute mehr. Aber dann hat man keinen Bock mehr mit dir zu spielen. Ja, wenn du keinen Bock mehr auf den Ball hast, dann stapel sämtliche Trampoline aufeinander mit Anlauf und leg alle Matten auf den Berg und spring so hoch, du kannst in diesen Mattenberg rein. Wem das keinen Spaß macht, der ist innerlich tot. Aber Donny, stell dir vor, es kommen zwei Leute zu dir. Die eine sagt, Donny, ich habe die Luxusvilla in Hamburg, ich habe da ein eigenes Heimkino, ich habe ein Schwimmbad, ich habe eine Turnhalle, ich kann dir kaufen, was du willst. Hier, der da wohnt, der hat auch einen eigenen Helikopter, wir können rumfliegen. Und dann kommt die andere Person und sagt, oder wir gehen zusammen in eine Turnhalle. Und dann kommt eine dritte Person rein, durchs Zimmer geflogen und sagt so, oh, hat jemand Liebe bestellt? Schlüssel zu deinem Herzen. Paul! Wow! Aber Flo, den hast du halt voll. Das ja, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Mara wünscht sich, ich hätte gerne Zugang zu allem. Und Donny sagt, ich hätte gerne Zugang zur Liebe. Was soll ich da sagen? Wie oft soll ich das denn sagen? Das ist doch nicht ein Schlüssel für alles. Es ist jeweils für das teuerste Haus einer Stadt. Das ist genau Sache, die man damit aufschließen kann. Ja, aber plus die Insassen erfüllen dir Wünsche und sind dir wohlgesonnen. Das ist deine Magie. Nee, wenn du Zeit investierst, du kannst ja entscheiden, wie du es nutzt. Ob du einfach da als Gast immer hingehst und sagst, ja geil, da habe ich ein schönes, gratis Hotel. Oder ob du sagst, ich investiere jetzt Zeit. Ich möchte tatsächlich auch Kontakte knüpfen. Du kannst es ja auch nutzen, wie du willst, dass du sagst, ich möchte keine Kontakte aber Mara, knüpfen. Gratis Hotel impliziert, dass sich wildfremde Leute einfach bei sich schlafen lassen, nur weil du einen Schlüssel zu ihrem Haus hast. Das ist Magie. Du redest von einer Fantasiewelt, Mara. Was soll ich denn dagegen sagen? Ja, es ist eben der Schlüssel, den ich gerne hätte. Der Meisterschlüssel, wo die Leute dann auch wissen, okay, das ist die Trägerin von dem Schlüssel. Alles ist gut. Es ist quasi wie ein Verwandter, der vorbeikommt. Ich glaube, der Florentin würde, wenn es wirklich jetzt wahr wäre und hätte wirklich so eine Turnhalle, ich glaube, Florentin würde das spätestens nach zwei Monaten richtig auch monetarisieren, so ein Eintritt verlangen und so. Und dann ist die mit diesem bei Simpsons, weißt du, mit dem Vergnügungspark, wo dann alle, nee, bei South Park war das dann, wo alleine Cartman das macht und dann muss er aber merkt, der lässt da Leute rein und so und dann wäre das bei dir auch, glaube ich, so. Ich sag's dir eins, 100 Euro, eine Nacht in der Turnhalle, sofort. Sofort dabei. Du kannst Musik anmachen, wie du willst. Du kannst alles machen. Diese komischen Tücher, diese Bänder, Seil, alles. Was machst du mit den Tüchern? Ja, keine Ahnung, werf ich so durch die Gegend. Wenn ich keinen Bock mehr habe, mache ich was anderes. Leute, ich würde sagen, wir lassen die Community entscheiden. Ich bin sehr gespannt, wo ihr am liebsten, welchen Schlüssel ihr gerne in den Händen halten würden. Wir gucken mal ganz kurz auf die Abstimmung mit Hashtag AMF Leerzeichen und dann folgt einmal Meisterschlüssel, okay, Turnhalle oder Herzen. Frau. Ich glaube, Florentin gewinnt das. Nee, glaube ich nicht. Wenn ihr magische Schlüssel habt, die an jedem Wunsch erfüllen, Ich glaube, du schätzt auch gerade. Ich merke ja auch so ein bisschen, Florentin, ich bin ja für dich da. Lass dich mal virtuell in den Arm nehmen gerade. Wenn ich da wäre, würde ich dich in den Arm nehmen. Natürlich mit Abstand. Aber ich merke ja schon, du magst ja solche. Das sind ja für dich Quatschantworten. Ich kenne dich ja. Aber glaub mir, ich bin ziemlich sicher, dass du das gewinnen wirst, die Runde. Warum das denn? Ich habe eine Turnhalle und noch andere Sachen dabei. Danke, Mann. Das brauche ich. Das habe ich gerade gebraucht. Danke. Zu G-Set. Ja, aber Mara, jetzt auch nochmal, jetzt Voting läuft ja schon, jetzt kann man ja jetzt nicht mehr als Einfluss nehmen, betiteln, ne? Aber ich fand es auch eine Quatschantwort, ne? Ey,
Wenn ihr sagt, wofür hättest du gerne einen Schlüssel? Und dann ja, sage ich euch als Schlüssel. Ja, und dann bist du irgendwie bei irgendwelchen fremden Leuten. Wer hat denn da Bock drauf? Irgendwelche reichen Bonzenleute aus Hamburg bei denen in der Wohnung. Hey, ich bin Mara, ich hab den Meisterschlüssel. Oh, scheiße, ja. Heute? Okay. Und dann sitzt man da und dann mega awkward. Ja, und so. Ja, du musst dich ja nicht unterhalten mit denen, wenn du es nicht willst. Du kannst ja auch, das ist eine riesige Villa. Weißt du, wie viel Platz es da gibt? Da kann einer im Ostflügel sein, einer im Westflügel. Ja, aber das ist schon ein bisschen creepy auch, oder? Wir hatten aus der Community, hatten wir noch hier Schlüssel zur Asservatenkammer. Wir hatten auch einmal Schlüssel zum Geheimarchiv des Vatikan. Fand ich auch sehr cool. Auf jeden Schlüssel Fall. Zum Kino lese ich da gerade. Das finde ich auch richtig gut. Schlüssel zum Kino, ja, aber dann muss man ja selber. Ich angeworfen, ne? Du musst ja wissen, wie so ein Projektor geht oder wie das. Ich glaube, das kriegt man schon hin und du hast halt auch unendlich viel Popcorn. Ne? Also ich glaube, Kino ist auch ganz geil irgendwie so. Sorry übrigens, dass ich 80 Jahre alt bin, weil ich gesagt habe, Projektor. Das heißt, glaube ich, das heißt einfach nicht mehr Projektor. Aber du musst ja im Kino ja auch selber die Filme einstellen, oder? Geht das überhaupt? Was? Oder ist es dann einfach ein Kino, wo keine Filme laufen? Naja, also ich glaube so ein... Ich meine, es ist ja alles ein bisschen imaginär. So jetzt, wenn man das jetzt so kurz mal einfach sagen jetzt mal. Ne? Also ist auch ein bisschen magisch jetzt. Und ich würde sagen, so ein Schlüssel zum Kino... Sowas wie ein CineStar oder sowas, weil mit so 10 Kinos oder so, schon, glaube ich, geil. Aber da, natürlich, dieses Magische müsste halt daran sein, dass wirklich auch Popcorn dann immer so gemacht ist und sowas, ne? Weil eigentlich müsstest du es ja selber machen, hast auch keinen Bock irgendwann. Stehst du in deiner Maschine und füllst das Butter da rein. Aber gibt es das nicht quasi, diese Karte, wo man immer ins Kino kann, wann man will, zu jedem Film und so, die man einmal kauft? Ja, gibt's, glaube ich. Schon, aber wir sind aber ja... Das sind halt andere Leute, ne? Ich glaube, das Geile ist, wenn du komplett allein im Kino sein kannst. Oder halt mit deinen Freunden oder so. Das ist, glaube ich, schon was anderes. Zu einem Spaßbad mit Rutschen schreibt auch jemand. Und zur Unibibliothek. Wow, also, was für ein Streber. Der hat wahrscheinlich seinen Schlüssel zur Unibibliothek gerade verloren und braucht jetzt wieder einen. Ja, oder er hat so Untersetzer für einen Tisch, glaube ich. Kann man auch. Bin mir ziemlich sicher, hundertprozentig. Ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt, wie die Community abgestimmt hat hier bei Frage Nummer 3. Welchen Schlüssel hättest du gerne? Und sehr gut, vernünftige Leute für die Turnhalle mit 70%. Vielen Dank, Dankeschön. Das ist nicht zu fassen. Dankeschön. Realitätsnahe, pragmatische Leute. Finde ich gut, damit steht es 1:1. Extrem spannend, denn die Pitchfrage, die letzte Frage, wird also diese Folge entscheiden. Und ich würde sagen, wir verlieren keine weitere Sekunde. Hier ist Runde Nummer 4. Die menschliche deutsche Sprache ist vielseitig und kann viele Dinge ausdrücken, aber eben nicht alles. Und wir haben uns in Runde Nummer 4 die Aufgabe gestellt, ein neues Wort zu pitchen. Worte verändern die Gedanken und vielleicht, wenn man neue Dinge ausdrücken kann, verändert sich auch das Verhalten und das Denken der Menschen. Die Aufgabe lautet, pitche ein nützliches Wort, das etwas beschreibt, für das es noch keinen konkreten Begriff gibt. Die Pitchfrage gibt 2 Punkte, nicht so relevant, es steht 1:1. Sie entscheidet, wer gewinnt. Ich bin sehr, sehr gespannt, welche 3 Wörter in die deutsche Sprache ab morgen aufgenommen werden. Ich hoffe, Duden schaut zu, hat einen Stift parat. Donny, was ist dein Wort? Okay, also ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht über diese Frage und ich finde, ich habe die perfekte Prämisse gefunden für ein neues Wort und der eine oder andere mag jetzt denken, das ist ein bisschen sehr eingebildet oder ein bisschen überheblich, arrogant vielleicht sogar, aber glaubt mir, hört mich erstmal an. Und zwar, ich sage das Wort erst am Ende, jetzt geht es erstmal um die Situation, wofür das Wort benötigt ist, meiner Meinung nach, schon seit langem. Man kennt die Situation, man läuft in der Stadt herum, man ist irgendwie einkaufen, man hat noch ein paar Besorgungen getätigt und man ist, ja, man läuft jemand über den Weg und dann drauf, den man nicht kennt, aber die Augen treffen sich. Und aus irgendeinem Grund hat man sich diese Person irgendwie kurz gemerkt, aber es ist eine völlig fremde Person. Wir spulen vor, 10, 15, vielleicht sogar 20, 35, 40 Minuten später, aber so lang, noch nicht so lang, dass es noch nicht aus Erinnerung ist, trifft man die gleiche Person nochmal, öfters auch auf dem Weg wieder zurück. Also man trifft sie einmal so und dann ist man wieder am Zurückgehen und wieder treffen sich die Augen. Und dann kennt man den Gedanken so, eigentlich denkt man jetzt, vielleicht denkt die Person jetzt, ich stalke diese Person. Aber ist ja klar, das war einfach Zufall. Und damit beide das wissen, damit in dem Moment, wo man sich zum zweiten, vielleicht sogar dritten Mal, das kann auch stalken, ist mir auch schon passiert, diese fremde Person nochmal sieht, ja? Und sich dann die Augen treffen nochmal und eigentlich beide so ein bisschen denken, was ist hier los? Verfolgt er mich? Ist es ein Creep? Ist es irgendwie jemand vom CIA? Habe ich das Wort brä-brä erfunden? Dann sagt man ganz kurz und so ein bisschen mit so einer Bewegung so brä-brä.
Und dann sagt er, und dann ist cool, weil dann wissen beide, ja, okay, wir sind beide keine Stalker, das war irgendwie nicht irgendwie, ich verfolge dich nicht, keine Sorgen, sondern es ist einfach nur so ein, hey, wirklich tatsächlich, wir sind zufällig uns über den Weg gelaufen, ich denke das Gleiche wie du, ich dachte, du verfolgst mich und der andere denkt auch, oder die andere, ich denke, du, dann und dann ist es vorbei und dann ist es ein neues Wort. Ich meine, am Wort kann man feilen, gebe ich zu. Prämisse. Kannst du das mal buchstabieren, bitte? P-R-E. P-R-E. Pre? P-R-E. Pre-pre? Okay, alles klar. Ich dachte, das wäre bra. Ich hab den gepräpret. Wir haben uns gepräpret. Ja, noch ist ja, natürlich hört sich jetzt erstmal ist noch der Pitch. Ja. Nee, klar. Das war mein Pitch. Okay, okay. Ich nehme meinen Untersetzer und mach meine Tasse drauf. Mara, dein Wort. Ich habe beschlossen, mit meinem Wort ein Kommunikationsproblem anzugehen. Und zwar folgendes Beispiel. Jemand sagt, was machst du gerade? Und du sagst, ich spiele Magic. So, was weiß dein Gegenüber jetzt? Soll ich noch weiterfragen? Soll ich ihn in Ruhe lassen? Würde er statt Magic auch Age of Empires spielen? Kann ich dabei zugucken und mich unterhalten? Was soll ich machen? Und dieses Problem, also dass dein Gegenüber nicht sofort weiß, wie er sich jetzt als nächstes verhalten soll, lösen wir ganz galant mit einem Wort. Und dieses Wort heißt einfreudig. Einfreudig bedeutet, dass du gerade an einer Sache Freude hast und exakt diese Sache exakt so weitermachen willst, ohne Störung. Also Beispiel, selbe Situation, jemand fragt, was machst du gerade? Du sagst, ich spiele gerade einfreudig Magic. Damit hast du dem Fragenden jetzt in nur einem Wort mitgeteilt, dass du nicht gestört werden willst und weiter Magic spielen willst. So, davon gibt es natürlich auch das Gegenteil. Das Gegenteil von einfreudig ist mehrfreudig. Beispiel, das machst du gerade, ich spiele gerade mehrfreudig Magic. Bedeutet, dass du zwar gerade Magic spielst, aber auch für eine Änderung der Situation offen wärst. Also du hättest auch Spaß an anderen Sachen, die andere Person vorschlagen könnte. Also du teilst deinem Gegenüber auch hier mit einem Wort mit, kein Problem, komm gern dazu, kannst dich unterhalten oder was anderes vorschlagen. Ich bin innerlich offen für deine Vorschläge. Ich bin innerlich offen für Neues. Also mein Wort einfreudig bedeutet, ich möchte diese Tätigkeit oder Situation, in der ich mich gerade befinde, momentan nicht ändern. Mehr freudig, ich bin offen für Veränderung. Aber jetzt mal Achtung, nicht, dass da ein Fauxpas passiert, ne, wenn ihr das nutzt. Das ist jetzt nur gedacht für direkte Kommunikation zwischen zwei Leuten. Also, wenn dich jemand fragt, wo ist denn Donny gerade? und du sagst, der Donny schläft gerade einfreudig in Berlin, dann geht das nicht. Ne? Das ist Powerplay. Du kannst nicht über einen aktuellen Zustand einer anderen Person reden, ne? Nur die Person allein. Also mein Wort, das ich gerne hätte, einfreudig bzw. mehrfreudig, um schnell und einfach zu kommunizieren, was man sich von seinem Gegenüber wünscht und was nicht. Okay. Gut, zwei Kommunikationsworte, dann bin ich der Einzige, der ein Wort wählt für eine Aktivität, für etwas. Und zwar, ich glaube, dass Sprache auch das Denken beeinflusst. Und ich glaube, dass wenn es für etwas ein einzelnes Wort gibt, dieses etwas auch in der Gesellschaft mehr Akzeptanz findet, weil es hat ein Wort. Dafür steht, es ist ein Begriff, das ist etwas, das in der Sprache angekommen, dafür muss man sich nicht entschuldigen, da gibt es einen Begriff dafür, darüber kann man reden und ich glaube, dass es da einen Begriff gibt, der uns alle weiterhelfen wird. Und zwar ist mein Begriff NIMAG. Und ein NIMAG ist ein Tag, an dem man nichts macht, alleine ist und das auch genießt. Ein Tag, an dem man nichts macht, hat nichts getan. Ein einfreudiger Tag, Florentin. Man ist alleine. Und das ist so, wenn jemand fragt, so, was hast du am Wochenende gemacht? Und du so, nix, denkt man sich, ja, fucking Versager. Aber wenn du sagst, ah, ich hatte echt einen Niemag, ey, ich hatte einen richtig geilen Niemag, so, da weiß jeder, geil, das ist ein Tag, an dem ist nichts Konstruktives geschehen, nichts passiert, die Person hat den ganzen Tag nichts anderes gesehen, aber sie hat da Bock drauf. Und genauso, und da bin ich auch bei Mara, wenn man fragt, so, ey, was machst du am Wochenende? So, am Freitag fragt man, was machst du am Wochenende? Und du sagst so, ey, ich mach Niemag. Und die Person weiß, okay, alles klar. Abstand. Ich habe hier nichts zu suchen. Wenn du sagst, ich mache nichts, sagt die, ah geil, wollen wir was machen? Und du hast so gesagt, nee, du hast mich falsch verstanden. Ich mache nichts. Ja. Und genau dafür ist dieses Wort da, dass du einfach sagst, ist auch ein Wort, dafür muss man sich nicht schämen. Kannst du es mal buchstabieren? Es ist ein guter Tag, du hast es genossen, es ist ein Niemag und ich glaube, dass Leute auch einen guten Niemag zu schätzen wissen. Mein Bitte Wort, buchstabieren einmal. N-I-M-A-G. Ein Nichts-Machen-Genießen-Tag. Nichts machen, alleine genießen Tag. Der Niemag. Florentin, Niemag wäre eigentlich, wenn du bei mir sagen würdest, ja, ich bin einfreudig am Chillen. Niemag. Ja, Mara, aber ganz ehrlich, ich meine, ich mache wieder den Fehler, andere Leute irgendwie besser zu machen, aber come on. Also Niemag klingt schon geiler als ich bin einfreudig am Chillen.
Ja, ich finde, du hast einen sehr barocken Kommunikationsstil, Mara. Das hat wirklich so, ich bin einfreudig am Magic spielen gerade. Ja, weil das Wort nicht, es gibt es halt nicht. Natürlich wirkt es erstmal komisch, also klar. Nee, aber ich finde, weil mein Wort beschreibt ja auch, was man in die Zukunft projizieren kann oder einfach am Wochenende sagen kann. So, das habe ich da gemacht oder das mache ich da. Oder man kann sich auch darüber unterhalten, so ist es doch richtig geil, mal so einen richtig schönen Niemack zu haben. Und das kann man eben auch darüber reden. Und ich glaube, auch gerade dadurch, dass es das Wort gibt, muss man sich irgendwann auch nicht mehr dafür schämen, dass man tagelang nichts gemacht hat. Weil ich glaube, viele Leute machen mal so ein Wochenende einfach gar nichts und schämen sich dafür so ein bisschen, so latent einfach so ein bisschen, so hätte ich nicht das machen sollen, hätte ich Sport machen können. Und ich glaube, sobald auch dieses Phänomen in der Gesellschaft mehr Anklang findet und dieses Wort sich mehr etabliert, desto mehr kann man die Last von Menschen nehmen, auch einfach mal einen Tag lang gar nichts zu machen und alleine zu sein. Ja, aber niemand. Ich habe so verloren die Runde auf jeden Fall. Ist das nicht dasselbe wie ein Gechilltag? Was hast du am Samstag gemacht? Ich habe gechillt. Ist das nicht dasselbe wie ein Niemack? Nee, weil gechillt heißt ja, du hast einfach, das ist unbefriedigend irgendwie so. Wenn du halt sagst, ich hatte so einen schönen Niemack und chillen kann auch, weiß man nicht, ist man alleine, weiß man nicht. Und das hat immer so ein bisschen so einen undeutlichen, man weiß nicht genau, was da passiert ist irgendwie. Ist die Person unzufrieden? Ist die Person einsam? Aber Flo, und findest Person du nicht, dass Maras Vorschlag mehr Potenzial hat, ehrlich gesagt, so um wirklich so, weil ich finde, also anders formuliert. Ich finde Maras Vorschlag, und ich bin offiziell jetzt einfach nur noch Wettbewerbs beeinflussend unterwegs, weil ich merke, mein Pre wird nicht gewinnen, auf keinen Fall. Hat, glaube ich, keiner so richtig gecheckt, wie ich das meine. Aber okay, war auch nicht der beste Vortrag. Aber trotzdem, ich ändere die Seiten jetzt und bin auf Maras Seite tatsächlich, weil ich glaube, dass Maras Wort klingt eher wie etwas, was wirklich auch tatsächlich im Duden landen könnte. So einfreudig, mehrfreudig, da sieht man schon, der, die, und dann wird das so da steht da drunter so Nomen oder was auch immer das ist. Und bei dir, das ist so Niemack, klingt wie so ein Ork bei Warcraft oder sowas. Oder Niemack kommt. So. Ich weiß auch nicht. Also ich finde, da fehlt so ein bisschen an der, ich glaube, du hast, also die Prämisse von dir, Florentin, finde ich tatsächlich besser oder die Absicht des Wortes. Aber ich finde, da hast du echt ein bisschen, das letzte Stück Arbeit hast so ein bisschen, warst du ein bisschen faul, weil niemand, also Abkürzungen von das ist nicht. Naja, aber wie gesagt, du hast ja selber gesagt, das Wort klingt jetzt erstmal fremd, wenn man es nicht kennt, das kommt dann mit der Zeit. Ich glaube, Maras Wort ist einfach sehr eng begrenzt einfach. Es ist für eine ganz konkrete Situation, wo man ausdrücken möchte, ich mache gerade das und möchte damit auch nicht aufhören. Was aber nicht heißt, dass man vielleicht später nochmal was anderes machen würde. Im Grunde löst es eigentlich nicht wirklich ein Problem, außer du sagst halt, ja, lass mich in Ruhe. Ich spiele hier gerade. Und ich meine, das sind auch Dinge, die man auch nonverbal kommunizieren kann. Also man muss ja nicht für alles ein Wort haben. Du kannst ja schon, wenn du jemanden fragst, vielleicht den du kennst, ich meine, du fragst ja nicht wildfremde Leute, was sie gerade machen. Und du kennst die Person ja auch. Und wenn sie sagt, so, ey, ich zock gerade Magic. So, dann weiß man ja auch, okay, die Person will gerade einfach alleine gelassen werden. Wenn du gerade sagst, ach, ich spiele ja gerade Magic irgendwie, dann weiß man, okay, das sind halt einfach nonverbale Dinge, die man auch kommunizieren kann. Man muss ja, nicht für alles ein Wort haben. Das ist die Geschichte, was du durch. Wenn jemand schreibt, ja, was machst du gerade, da sieht er dich nicht. Und dann schreibst du, ich spiele Magic. Ja, soll ich jetzt weiterschreiben? Soll ich nochmal fragen? Soll ich anrufen oder was weiß ich? Damit kannst du das direkt in einem Wort kommunizieren. Und bei dir ist es so, du hast einfach quasi ein Synonym für Chilltag oder Chillentag gesucht. Und ich habe etwas, wo du deinen inneren Wunsch in einem Wort direkt kommunizieren kannst an dein Gegenüber. Was normalerweise, wo du es beschreiben müsst, ja, ich möchte gerade nicht gestört werden, ich möchte ein bisschen weiterspielen. Das musst du in vielen Worten beschreiben. Du sagst es in einem Wort, ja, ich spiele gerade einfreudig, Gitarre oder so. Okay, bin raus, alles klar. Du kannst es auch bei anderen Situationen anwenden, wenn du irgendwie sagst, es geht irgendwie um Berufe und dann fragst du, ja, was machst du gerade so? Ja, ich bin einfreudig Grafiker. Dann sagst du, ja, okay, der ist zufrieden mit seinem Beruf, der hat auch keinen... Geht auch ein bisschen langweilig. Alles gut. Ich bin am Wochenende geworden. Einfreudig gefickt. wenn du sagst, ja, ich bin mehrfreudig Grafiker, okay, ist ja gerade irgendwie auf Jobsuche, der hat wohl Lust auf irgendwas anderes, der wäre offen für Jobangebote oder sowas. Du kannst damit ausdrucken, ob du offen für Neues bist oder nicht. In vielen Kombinationen. Ja. Ja, was denkst du, Florentin? Ich weiß nicht, ob man das. Ich habe das Gefühl, da ist ein bisschen Einsicht mit drin, aber auch so. Nee, ich denke mir, es ist einfach nur ein sehr konstruiertes Wort, weil ich glaube, so würden Menschen nicht sprechen. Weil das sind, wie gesagt, Dinge. Im Grunde sagst du ja mit, ich bin gerade einfreundig am Magic-Spielen, sagst du, ich spiele gerade Magic und lass mich in Ruhe. Es ist ja schon konfrontativ. Ich glaube nicht, dass Leute das so sagen würden, weil es heißt ja eigentlich im Grunde, ich spiele gerade Magic und lass mich bitte in Ruhe. Und ich glaube, es hätte den ähnlichen gesellschaftlichen Stellenwert, wie wenn du einfach sagen würdest, lass mich in Ruhe. Und die Leute würden das nicht sagen. Ich glaube nicht, dass du solche zwischenmenschlichen Untertonprobleme mit so einem Wort lösen könntest. So. Das klappt nicht. Genau deshalb habe ich einfreudig genommen, weil es ist positiv konnotiert. Wenn du sagst, ich spiele gerade alleine Gitarre, dann denkst du voll, oh Gott, was ist mit der Person los? Die brauchen aber Gesellschaft oder so. Und du sagst, ich spiele Gitarre und ich will nicht gestört werden, dann ist auch direkt so, oh, okay, what the fuck. Wenn du sagst, einfreudig, das hat direkt so was Positives, bin glücklich dabei, Gitarre zu spielen,
es ist alles gut, du kannst was anderes machen, ich möchte da gerade mit fortführen, es ist alles gut. Aber im Grunde kannst du auch sagen, ich mache gerade Niemag. Du hast halt meine Bedeutung ist bei dir halt mit drin. Ja, aber ich mache ja nicht nichts. Wenn ich Gitarre spiele, dann mache ich ja nicht nichts, dann spiele ich Gitarre. Naja, wenn ich sage Niemag, natürlich macht man am Niemag, sitzt man nicht 24 Stunden auf dem Stuhl und macht nichts. Natürlich macht man was, man klickt sich halt durch YouTube, zockt hier mal was, aber man macht halt nicht jetzt so eine Aktion. Also Flo, den, ich meine... So also gerade eben hast du gesagt, man macht überhaupt nichts. Drauf. Also Eli, ich glaube, du willst dieses Wort nur haben und bist deswegen auch gerade so mega ehrgeizig, weil Leute, du wirklich unbedingt willst, dass es das Wort gibt. Nein, damit aber Leute, du sorry. Das endlich mal wirklich deine ganze Woche zusammenfassen kannst und nicht das Wochenende, mein Freund. Ja. Und ich finde das vor allem ein bisschen schade, weil du willst ins Gespräch kommen mit jemandem und sagst, ja, was hast du so das Wochenende gemacht? Niemag. Punkt. Dann anstatt zu sagen, ja, ich habe ein Gitarre gespielt, ich habe ein bisschen Magic gespielt, da habe ich die und die neuen Karten gefunden oder was weiß ich. Nicht Niemag? Und dann kannst du dich ja unterhalten, wenn du direkt sagst, ich habe Niemag gemacht. Nee, aber dann ist es schon zu Ende. Niemag impliziert ja nicht nur eine Aktivität, sondern eben auch eine Einstellung zur Aktivität. Du sagst es ja so, Alter, ich hatte Niemag. Und die andere Person sagt, nice, geil. Weil natürlich, wenn du sagst, was hast du am Wochenende gemacht? Nichts. Du hast ja nicht nichts gemacht. Du hast ja schon irgendwas gemacht. Du wirst ja dies und das gemacht haben. Aber du hast ja halt nicht wirklich was gemacht, wo du sagst, keine Ahnung, ich war jetzt irgendwie wandern oder so. Du hast ja natürlich schon was gemacht und das schließt das alles mit ein. Was ich zu Donny noch sagen will. Nein, Quatsch. Wollen wir über Prä reden? Ich finde die Idee ganz cool. Bei Donny habe ich mich gefragt, passierte das wirklich so oft? Passiert das tatsächlich oft und ich glaube, auch so ein bisschen habe ich an Fluntins Reaktion während meinem kleinen Pitch gemerkt. Und das ist jetzt gar keine Beschwerde, also ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe dann so ein bisschen so gemerkt, oh fuck, das ist so ein Ding, das ist nur in meinem Kopf viel, glaube ich. Ich glaube einfach, das Problem... Aber kennt ihr das nicht, dass man so jemand, wenn ihr irgendwie in so einer Arkaden seid oder keine Ahnung, in der Einkaufsstraße oder so und aus irgendeinem Grund jemand fällt euch auf und die Augen treffen sich und man sieht, man checkt sich halt kurz so, irgendwie nimmt sich so wahr. Also jetzt kein Flirt oder sowas. Und dann irgendwie 10 Minuten später ist die gleiche Person, das sind meistens bei mir irgendwie so creepy Dudes oder Dudes. Und dann sehe ich das wieder und dann habe ich immer das Gefühl, denken die jetzt, dass ich die jetzt irgendwie... Aber das ist so ein klassisches Classic Donny ist es. Also naja. Ich würde niemals denken, dass die Person mich da gerade stalkt. Ich kenne das schon auch. Ich glaube nur einfach, wenn du ein Wort einführst, das so viel heißt wie, ich bin kein Stalker. Das werden hauptsächlich Stalker verwenden, dieses Wort. Weil wenn es dafür extra ein Wort gibt, wer sind die Leute, die das Wort sagen? Da werden alle Leute, die in den Gebüschen sitzen, einfach nur prä. Ja, genau. Moment mal, sie waren doch heute Morgen von meiner Wohnung. Prä. Macht ihr wieder einen auf Anwendung direkt, ja? In irgendwelchen richtigen Gefilden. So. Ich habe der Welt ja was Gutes tun mit prä. Und außerdem hätte ich auch sein können oder lacker. Ist ja egal, das Wort, habe ich ja gesagt, es war mir gar nicht so wichtig, mir war die Prämisse wichtiger und vor allem, wenn die Zuschauer wüssten, was für große Töne ich gespuckt habe hier im Vorgespräch, so ey, mit dem Wort habe ich euch, mit dem Wort. Und ich merke, oh genau, ich fange an zu pitchen und einmal schnattert Paul zu Flo und darüber, der so guckt. Nicht so, oh nee, okay. Ich glaube, das Problem an deinem Wort ist ja auch, dass allein wenn man sich sieht, und dann sagt der eine, sagt was und der andere, was? Weil du bist ja oft auch nicht in Sprechreichweite. Kommst du dir und dann, nee, ich wollte nur sagen, dass ich kein Stalker bin. Vor allem kann ich mir auch die Situation vorstellen, dass du den zweimal wahrgenommen hast, aber der andere hat vielleicht vergessen, dass du dich schon einmal getroffen hast. Und du kommst ihm entgegen und sagst, prä, und der andere, oh, what the fuck, wo hat er mich denn schon gesehen? Vielleicht dann halt nicht so ein Wort, sondern so eine Art... Ja. Also einfach wie ein Gruß, wenn man auch so normal trifft. Dann muss es so sein. Ja, aber wie etabliert man das? Wie bringt man das in die Gesellschaft? Das ist so subtil, dass es vielleicht, dass du den auch so dann wegkratzen kannst, wenn du merkst, er reagiert nicht. Also, so ohne die Augen zu gucken, muss auch nicht so, du läufst da rum, bla, und machst du so. Ja, oder du machst es wie jeder andere, der irgendwie einmal nickt oder so. Und sagst so, hey, hello again und gehst einfach vorbei. Ja, ich merke schon, ich habe da irgendwie ein bisschen, ich habe mich da ein bisschen was reingesteigert vielleicht. Eventuell eine kleine Paranoia, die ich habe, aber hey. Nein, aber ich finde es ja gut, wir entlassen ja alle drei. War es eine gute Idee für mich. Nein, ich habe mich eindeutig damit auseinandergesetzt. Aber du kannst es ja für dich einführen und dann jedes Mal prä sagen. Genau, ich wollte gerade sagen. Ach, die Formulierung nicht nochmal, das hat mir nicht gefallen. Wir entlassen ja alle drei Wörter in die Welt und ich meine, Wörter werden ja nicht durch irgendein Chatvoting entschieden, sondern durch Anwendung. Und wir können ja mal gucken in ein paar Jahren,
welches dieser drei Wörter tatsächlich Einzug in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat. Ich habe deins schon wieder vergessen, zum Beispiel. Einfreudig habe ich mir gemerkt. Biwak? Niemak. Niemak. Ja. Ey, was machst du am Wochenende? Alter, ich mache mir einen schönen Niemak. Geil, ja, zack, keine Klärung. Mach mir einen schönen, gechillten Samstag, würde ich sagen. Ja, ich mach mir einen schönen chilligen, würde ich einfach sagen. Ich mach einen ruhigen. Und das weiß auch jeder dann, wenn du sagst, ich mach einen ruhigen. Das ist auch so quasi höflich sagen, ja, ich will nichts machen, weißt du? Naja, aber es gibt genug Leute, die bei einem ruhigen sagen so, ach geil, dann lass uns doch was machen so. Am Niemak sagt einfach, hey, ich bin allein und ich hab Bock drauf. Und ich freue mich drauf. Das ist ja das Schlaue dran, wenn man sagt, einen ruhigen machen, weil man kann ja sich dann das Fenster offen halten, sich dann gegebenenfalls selber nochmal zu melden, wenn man dann doch merkt, Samstagabend, oh, mir ist ein bisschen langweilig, ich hätte jetzt Bock auf eine Bar. Nee, aber genau, aber das Fenster willst du nicht offen haben. Weil du denen gesagt hast, ich mach einen ruhigen. Das checken wir dann schon. Nee, du willst, Niemak ist ein Tag für dich, wo jeder weiß, nee, da schreibe ich jetzt nicht, hörst du noch Bock? Nee. Sondern da weiß jeder, nee, da werde ich eben nicht schreiben. Wenn du sagst, ich mache einen ruhigen, kriegst du irgendwie um 11 nochmal so eine Nachricht und sagst, ja, lass mich ihn ruhig, ich will jetzt gar nicht überlegen, ob ich noch was machen will, sondern heute ist Niemak. Aber gut, wir gucken mal, was die Community dazu sagt. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich hoffe, der Duden hat aufmerksam zugehört. Wir geben die Umfrage mal frei, wie immer Ausrufezeichen AMF, Leerzeichen und dann einfreudig. Niemak oder Prä mit Accents dabei. Also, beim Duden arbeiten auch viele Leute mit Untersätzen, habe ich das Gefühl. Versuch das mal richtig zu schreiben. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall. Ey, das ist aber mega gemein. Jetzt müssen die ja quasi das Accentigü machen, wenn die überhaupt. Ich will ja wenigstens meine 1% bekommen. Das ist hier abgekratertes Spiel. Das ist hier Verschiebung. Und ich werde mich da rechtlich gegen Rocket Beans werde ich was einleiten. Hier sehen wir schon, eines der Wörter hat sich schon in den Sprachgebrauch eingeschlichen. Hier sehen wir schon mal einen Post hier von Nesis, der direkt postet, was er am Wochenende macht. Oh, bitte jetzt kein Dickpick, oder? Hier. Heute wieder Niemak. Gar keinen Bock. Ach so, ja, ist es schon dabei. Perfekt dabei. Wird schon direkt angenommen. Hier ist ein Genie. Es nervt zu sehr, sich ständig erklären zu müssen, wenn man einfach mal gar nichts macht. Niemak muss in den Duden sofort, auf jeden Fall. Gab's noch bist du jetzt nur deine vor? Nur deine jetzt raus. Einfreudig. Ich schaue gerade einfreudig, alles mögliche Falls. Ja, siehst du mal. Das perfekte neue Wort gewünscht. Ich bin gespannt, wie das tatsächlich eingesetzt wird, ob sich das durchsetzt auf jeden Fall. Aber ich finde es gut, Mara, dass wir sehr ähnliche Wörter gefunden haben. Und im Grunde wir wollen einfach seine Ruhe haben. Wir wollen einfach unsere scheiß Ruhe haben. Ansonsten, ich habe wenig neue Wörter gefunden, die andere Leute vorgeschlagen haben. Also da auch gerne mal in die Kommentare oder wo auch sonst immer. Wir brauchen neue Wörter für neue Dinge auf jeden Fall. Ja. Ich habe übrigens gerade hier gerade den Chat aufgemacht, weil ich gucken wollte. Also ich wollte auch dann Pre abstimmen, weil ich dachte, ich muss. So, pass auf, jetzt kommt es, dann ist der Chat aber so schnell durchgescrollt, ja, dass ich dann das versucht habe zu kopieren, während ich halt quasi jetzt das nur so nebenher mache und auf euch noch höre. Und dann habe ich da was kopiert und dann eingefügt. Und ich habe gerade für Niemak abgestimmt. Nice. Weil es irgendwie dann zu schnell durchgeht. Wow, mega schlechte Story irgendwie, die mega viel zu lang ging. Okay, wir schalten wieder zurück zu Mara. Hey Mara, erzähl doch mal was. Einfreudig, Bock auf jetzt Kamera? Ey, das Nies ist nicht geschrieben, aber ich bin gerade einfreudig am Gucken. Nieses Freundchen. Aber ganz kurz, würde denn wirklich jemand ernsthaft mehr freudig sagen und damit sagen, ich schaue das gerade an, aber eigentlich habe ich auch keinen Bock drauf? Also. Da bin ich auch ein bisschen bei Florentin. Klar, ich bin gerade mehr freudig, ein bisschen am Fernsehen gucken. Ja, da hast du. Kannst dich gerne dazusetzen. Ja, aber wirkt das nicht ein bisschen erbärmlich, wenn man sagt, ich gucke das, aber ich würde jetzt auch gerne irgendwas anderes machen? Nö, das ist quasi eine Einleitung. Du kannst jetzt mit mir reden oder du kannst jetzt nicht mit mir reden. Ja, ich fand es ein bisschen übertrieben. Du hättest dich auf einfreudig festlegen können. Ich glaube, das hat dir tatsächlich auch den Vote verkackt. Ich glaube, Niemak wird gewinnen. Ich glaube, wärst du nur mal bei einfreudig geblieben und hättest da einen Punkt gemacht, ich glaube, dann hättest du echt noch bessere Chancen. Vielleicht sogar hättest du es gewonnen. Ja, dass du in sich sozusagen eingedingst hast, dass es verschiedene Varianten dafür. Das ist schon zu kompliziert für die Leute, glaube ich. So. Man braucht dieses eine Niemak. Das hat schon Florentin ganz gut gemacht. So, ja. Naja, ich glaube, einfreudig wurde schon als Hauptwort verstanden. Also die meisten haben jetzt ja auch immer einfreudig geschrieben. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer nicht nur dieses Voting, sondern auch die heutige Sendung gewinnt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hier kommt eure Entscheidung. Läuft noch? Sehr knapp. Oh, es ist sehr knapp. Dann müssen wir es noch ein bisschen laufen lassen. Also stimmt jetzt auf jeden Fall ab. Ruft an für euren Favoriten. Und alle, die gerade einfreudig zuschauen, ihr wisst, wie die Diskussion gelaufen ist. Leute, stimmt ab. Ey, ja, Leute, jeder, nicht, der einen geilen Niemak gerade am Laufen ist hier. Ihr seid schon richtig so... Ihr habt schon gesehen, dass Donny versucht, die Abstimmung zu manipulieren. Ihr müsst halt entscheiden, wie ihr damit umgeht. Ja, klar manipuliere ich das, wenn ich so weit hinten liege. Ey, Leute, ich wünsche euch heute alle heute und morgen geilen Niemak. Einfach macht euch mal einen entspannten und...
habt vor allem ein gutes Gewissen dabei. Darum gibt es nicht bei Niemag, dass wenn dieses Wort sich etabliert, dass sich niemand mehr dafür erklären lassen wird, sondern jeder weiß, Niemag ist einfach geil. Da ist man neidisch. Ey, du hattest Niemag, hätte ich auch gern gehabt. Alle Leute, die am Wochenende mehrfreudig ins Kino gehen wollen, können sich gerne mir anschließen und Filme vorschlagen, die wir angucken wollen. Ich bin da offen für alles. Macht doch auch gerne mal, wenn ihr auf Twitter aktiv seid, wenn ihr über Niemag berichten wollt, dann verlinkt doch den Florentin gerne mal mit Bildern auf Twitter, der freut sich. Ja. Haben wir mittlerweile einen Abstand? Ich bin ein bisschen gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn es sehr, sehr knapp ist, haben wir schon eine Abstimmung. Der Notar öffnet den Koffer in der Regie. Ja, da kommt jetzt ein Brief rein, oder? Oh, ein freudiges 5% vorne! Nein! 47% für Einfreudig, 10 für Pre-Pre. Oh nein, du hast doch gewonnen. Und Mara hat diese Runde gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Einfreudig, yes, nice. Sehr schön gemacht. Dankeschön, Leute. Im jeden Fall alles mögliche Fight und direkt einfach das Zepter genommen. Es geht raus an Jedis. Nicht schlecht. Erstes Mal hier dabei bei alles mögliche Fights. Herzlichen Glückwunsch. Verdient. Dankeschön. Verdient das gewonnen. Das ist dieser Bonn-Glow einfach. Scheiße, das war ja knapp. Mal gucken, wie gesagt, die Zeit wird entscheiden, welches Wort hier einzieht. Und Linguisten in 100 Jahren werden diesen Tag feiern als den Tag, an dem die deutsche Sprache 3 neue Worte bekommen hat. Vielleicht sogar 4 oder 5. Jemand hat auch kleinfreudig vorgeschlagen. Und auf diesem scheiß fucking Archäologieplatz oder wie heißt das, Ausgrabungsort, ja, da sind dann wieder 2 Archäologen so, Bre. Und ganz normal. man sitzt sich die ganze Zeit und ganz normal. Was ist kleinfreudig, Florentin? Hat jemand vorgeschrieben, kleinfreudig, dass man es so gerne macht, aber auch nicht so begeistert ist. Ich weiß es nicht genau. Hier ein kleines Anwendungsbeispiel auch für Pre-Pre, finde ich auch sehr schön. Hier hat jemand ein Bild gemacht, der Frank. Genau so stelle ich mir das auch vor, wie Pre-Pre tatsächlich angewendet werden wird und in der Stalker-Community. Vielleicht können wir es nochmal sehen. Hier. Ich bin da halt aktiv, sorry. Wo ist das denn jetzt? Ja, vielleicht können wir es mal kurz sehen hier von meinem Laptop. Pre-Pre. Ja, okay, nicht schlecht. Ja, aber wenigstens er hat hingekriegt, ohne Akzent zu schreiben. Ich finde, einiger Prozente wurden mir hier geraubt. Aber es ist schon. Nein, das wird doch von Max Zählers Master-Algorithmus, wird das alles zusammengefasst. Er hat es nochmal geändert, wir wissen alle, wenn es spät wird, lügt der Paul. Ja? Und es stimmt nicht. Aber es wird auch mehr als 2 Wörter wahrgenommen, Pre-Pre, ne? Also es ist noch nicht so als ein Wort zusammen. Luku-Luku oder sowas sagen, sondern oder Baka-Baka oder Mara stinkt. Ist das Wort oder so? Hallo? Nee, tut sie nicht. Aber. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank fürs Dabeisein. Hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche euch jetzt liebe Grüße an eurer Stätte, wo auch immer ihr seid. Habt noch einen schönen Abend. Vielleicht mal, falls ihr morgen nichts vorhabt, macht euch mal einen schönen Niemag oder schaut mal einfreudig ein bisschen auf YouTube vorbei. Ansonsten haut rein, macht's gut. Herzlichen Glückwunsch an Mara. Fantastische erste Leistung. Haut rein. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Falls ihr Fragenvorschläge habt, schickt sie in die Kommentare. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles Mögliche, Fragen.